aus dem Studio an der Weser. 3 nach 9, die Talkshow aus Bremen. Und hier sind Ihre Gastgeber, Giovanni Di Lorenzo und Judith Rakers. Herzlich willkommen, wie schön, dass Sie dabei sind. Freuen sich mit uns auf diese wunderbaren Gäste. Neues Jahr, neue Vorsätze. Das hat sich auch diese Frau gedacht. Warum sie künftig weniger Auto fährt und bei sich zu Hause auch mal die Heizungstemperatur drosselt, erzählt uns die Bestseller-Autorin Susanne Fröhlich. Herzlich willkommen. Wenige können die komplexen Vorgänge in unserem Körper so gut erklären wie er. Und wenige Mediziner haben dazu auch noch ein so ausgeprägtes Showtalent. Kein Wunder. Er hat schließlich bei einem Shopping-Sender gelernt. Das und vieles mehr erzählt uns heute Abend Dr. Johannes Wimmer. Er hatte seinen allerersten Auftritt in einer Talkshow vor 7 Jahren hier bei uns. Seitdem ist viel passiert. Aus dem Nachwuchsschauspieler ist ein Kinostar geworden mit Groupies, volles Programm. Die Frage ist, hat ihn das verändert? Wir werden es rausfinden. Max von der Gröben ist bei uns. Sie ist die Ausnahme in der glitzernden Welt von Film und Fernsehen. Eine herausragende Schauspielerin, die kaum Aufhebens um sich macht und am Anfang ihrer Karriere nicht einmal wusste, was Klatschmagazine sind. Trotzdem oder gerade deswegen ist sie ein großer Star. Wir freuen uns sehr auf Nina Hoss. Sie sind Journalisten, Sie sind Autoren, man darf beide aus guten Gründen als Frauenversteher bezeichnen und Sie haben ineinander die große Liebe gefunden, ohne überhaupt danach gesucht zu haben. Wie schön, dass ihr heute zum ersten Mal bei uns seid, Hubertus Meyer-Burkhardt und Dorothee Röhrig! Vor dem Engagement dieser Frau verneige ich mich. Jacqueline Flori baut im syrisch-libanesischen Grenzgebiet Zeltschulen für Flüchtlingskinder. Denn sie sagt, jemand muss das Land doch wieder aufbauen können, wenn dort endlich Frieden herrscht. Recht hat sie. Herzlich willkommen bei uns. Er ist nicht nur in Bremen weltberühmt, sondern einer der bekanntesten Sportmoderatoren Deutschlands. Sie ist die Tochter seiner Partnerin und sie lebt seit fast 15 Jahren mit einem Spenderherz. Wie unglaublich gut sie das meistert und wie beide die Debatte um das Organspendergesetz erlebt haben, erzählen uns jetzt Chantal Bausch und Jörg Wundtorra. Herzlich willkommen! Ich muss gestehen, seit Monaten überlegen wir hier bei 3 nach 9, eigentlich müssten wir mal Werder Bremen thematisieren. Oh, das macht immer so schlechte Laune und so. Und dann heißt es aber mal, ja, aber wir haben doch im Januar den Jörg Wundtorra hier zu Gast. Wir warten damit. So, Jörg, jetzt haben Sie die Arschkarte gezogen. Bundesliga, heute wieder losgegangen, 17. Platz, also Abstiegsplatz. Wenn es einer erklären kann, dann hoffentlich Sie. Ich könnte eigentlich die Karte sofort weiterreichen an Chantal, weil sie ist der größte Werder-Fan in der gesamten Familie. Ist nicht wahr? Ja. Und also, ja. Aber erklären kann ich es besser, glaube ich. Ich habe mich schon gewundert. Journalistisch, ja. Wir sind ja im Augenblick leider im Norden, hier im Norden, inzwischen Bundesliga-Diaspora geworden. Mhm. Früher hatten wir mal 5 Vereine, jetzt haben wir noch, glaube ich, 2 mit Wolfsburg und mit Werder. Wolfsburg wird ja auch nicht überall so ganz ernst genommen, also bleibt nur noch Werder Bremen übrig. Und das ist natürlich eine sehr schwierige Situation, wenn man auf dem 17. Platz ist. Ich habe aber Hoffnung, das sage ich jetzt mal, weil wir aus Bremen ausstrahlen. Ich habe Hoffnung auf die Rückrunde, dass es besser wird, weil Werder hat sich in der Abwehr verstärkt, sehr gut verstärkt, durch einen Mann aus Hoffenheim, der Vogt heißt. Und der, glaube ich, mit dafür sorgen wird, dass die Bremer in der Rückrunde zum ersten Mal überhaupt in dieser Saison hinten zu Null spielen werden. Mhm. Wenn man hinten zu Null spielt, hat man bekanntlich nicht verloren. Und dann würde ich mal sagen, darauf sollten Sie bauen. Herr Wundtorra, selten habe ich Sie so diplomatisch erlebt. Irgendwas okay. Hat sich verändert, seitdem Sie das letzte Mal hier waren. Ich kann noch ein bisschen härter. Sie haben auch schon genug
schlechte Entscheidungen getroffen bisher im Laufe der Saison, die Bremer. Darum sind sie ja 17. Okay. Sie haben im Sommer nicht ganz glücklich eingekauft. Sie haben einen sehr guten Spieler mit Max Kruse abgegeben, der aus finanziellen Gründen nicht zu halten war, weil in Istanbul zahlen sie netto und hier brutto. Mhm. Also insofern ist das schon ein Unterschied für Max Kruse, was den Verdienst angeht. Der hätte der Mannschaft aber weiterhin sehr gut getan. Und dann sind halt auch so Entscheidungen getroffen worden, wo ich mir gedacht habe, könnte auch ein bisschen schwierig sein, Spieler zu holen, die halt bei den Vereinen, bei denen sie bisher waren, zum Schluss nur auf der Ersatzbank gesessen haben. Verstehe. Es ist ein kleines Problem, dass die dann hier in Bremen, ausgerechnet in Bremen, greifen sollen. Hat sich leider auch als wahr herausgestellt. Darum ist die Bremer Vereinsführung auch ein bisschen mit selbst hineingeraten in die Misere. Aber das Gute wiederum ist, dass sie dann halt in Bremen immer Ruhe bewahren und sagen, Moment mal, wir machen es auch selber wieder gut. Wir verfallen nicht in Hektik, wir entlassen die Trainer nicht. Das haben die von selbst, Bayern München gelernt, ne? Diese Ruhe und Gelassenheit. Ja, nicht wirklich, ne, oder? Ja. Die Bayern lassen ja sogar Trainer, wenn sie Tabellenführer sind. Ja. Es war ein, sollte Ironie sein, ist aber nicht ganz rübergekommen. Aber ich würde gerne wissen, total, ob Sie diesem Befund zustimmen. Stimmen Sie dem zu, also in der Analyse von Werder Bremen? Ja, absolut. Ich glaube auch, der Hinrundenstart, also die gesamte Hinrunde war vielleicht ein bisschen verschlafen. Und ich glaube aber auch, dass jetzt durch die Erneuerung, den Einkauf, dass da vielleicht jetzt ein bisschen mal Power geweckt wird und die dann auch auf ihrem Winterschlaf jetzt erstehen und dann auch wieder ein bisschen in der Liga hoffentlich höher klettern. Mhm. Ohne dass wir jetzt tief zurück eintauchen in das vergangene Jahrtausend, wussten Sie, dass Jörg von Thora mal Stadionverbot haben sollte? Ich habe das verschwiegen, ist ja nicht wahr. Ich hatte es sogar, ja, ich hatte sogar Stadionverbot. Naja, aber da hat sich doch der Bürgermeister sogar eingesetzt, damit Sie wieder reinkommen in den Laden. Ja, das war das Grundproblem. Ich hatte Otto Rehhagel, den ehemaligen Trainer, halt ein bisschen kritisiert und hatte nach einer Heimniederlage gegen eine Amateurmannschaft im Pokal, hatte ich gesagt, das war Arbeitsverweigerung. War Otto sauer und hatte... Und Betrug am Zuschauer. Und Betrug am Zuschauer, habe ich gesagt, ja. Und da hat der Trainer Otto Rehhagel... Also die Wahrheit sein, das war die Wahrheit, ja. Aber für Otto war... Die war halt eine andere. Also hat er sein Präsidium gebeten, mir Stadionverbot zu erteilen. Stadionbrot ist aber auch nicht schlecht. Ja. Das passierte dann auch. Und dann mischte sich der Bürgermeister ein, ich bin ihm bis heute sehr dankbar, Klaus Wedemeyer, und sagte, Moment mal, liebe Werderaner, das Stadion gehört euch ja gar nicht, das gehört uns, der Stadt Bremen. Und die Stadt Bremen erteilt kein Stadionverbot. Und jetzt kommen wir halt auf das Brot zurück. Dann sagte Werder Bremen, okay, dann kriegt er kein Stadionverbot, sondern er kriegt VIP-Raumverbot. Und dann habe ich gesagt, das akzeptiere ich, weil meine Brötchen kann ich mir auch alleine kaufen. Ja, sehr gut. Das ist richtig, oder? Jetzt werden sich ganz viele fragen, warum sind Sie beide heute gemeinsam hier? Ja, ich denke, es hat viel zu tun mit der gestrigen Entscheidung im Bundestag, als debattiert wurde über Organtransplantation und über Organspende. Und Chantal hat ein Spendeherz, seit jetzt fast 14 Jahren, Chantal. Und es ist klar, dass wir dann so eine Debatte zu Hause besonders interessiert verfolgen. Weil, das müssen wir, glaube ich, erklären, wie stehen Sie zueinander? Meine Mutter ist die Lebenspartnerin von Jörg. Und wir sind Mitbewohner. Und er. Aber wenn ich mich nicht verrechnet habe, ist das erst seit 3 Jahren so, 3,5 Jahren. Aber Sie beide kennen sich schon viel länger. Wie kam denn das? Wir kennen uns, glaube ich, jetzt so seit rund 20 Jahren. Sie beide? Weil meine jetzige Lebensgefährtin und die Mutter meiner Kinder waren früher die engsten Freundinnen. Vor 20 Jahren. Ja, es ist nicht so schlimm, wie man denken kann. Dann ging die Beziehung auseinander und dann haben wir, meine Lebensgefährtin und ich, uns wirklich diese 20 Jahre auch nicht gesehen. Und danach in Bremen zufällig auf dem Golfplatz getroffen. Und dann hat es Boom gemacht. So. Und da haben wir, Chantal und ich, uns auch wieder gesehen. Aber unsere jeweiligen Kinder waren halt wirklich schon in der Schule miteinander befreundet. Darum eine ganz lange Beziehung. Eine schöne Geschichte. Mhm. Ja.
Auf dem Golfplatz, habe ich mich verhört oder ist das richtig? Nee, war so, ja, ja. Also es war eher im Restaurant vom Golfplatz oder noch besser. Ist er denn, Chantal, ist er denn ein guter Golfspieler? Oh, ja. Also, effektiv. Was ist der Effekt? Effektiv, also er kommt gut weit und auch das bringt den Ball ins Loch, aber... Pass auf, was du sagst. Nicht gleich einschüchtern. Wenn ich jetzt den Hals verrate, dann schlafe ich vielleicht heute Nacht auf der Straße. Aber es ist vielleicht nicht der ideale Golfschwung, wie es so im Lehrbuch steht. Aber ist das ein bisschen hüftsteif? Ja, nein, aber er ist dabei. Und gut, Adam. Und wir spielen auch total gern zusammen. Das ist immer lustig, weil wir dann auch immer Wettbewerbe machen. Und das ist nicht leicht, ihn zu schlagen. Also bei meinem Golfschwung selbst habe ich ganz offen gestanden die Geschmeidigkeit eines Bierdeckels. Das ist ein bisschen dramatisch. Der Platz nimmt mein Spiel auch nur ganz selten an. Aber ich sehr dem Rechnung zu tragen. Und ich weiß vor allen Dingen, was ich beim Golf nicht kann. Und ja. Wenn man sich darauf einlässt, dann kommt man über den Platz. Das ist ich glaube, man kommt nicht nur gut über den Golfplatz, sondern durchs ganze Leben, wenn man in etwa weiß, was man nicht kann. Mhm. Völlig richtig. Ja. Sind wir beieinander. Aber ich meine, Sie golfen auch. Sie sind unglaublich sportbegeistert und auch aktiv. Was für Sportarten beherrschen Sie alle? Also meine Hauptsportart ist Hockey, Feldhockey. Mhm. Und da spielen wir aktuell in der zweiten Liga. Das heißt, das nimmt natürlich dann noch am meisten Zeit. Hier in dem Bremer Verein, der letztes Jahr noch in der ersten Liga spielte. Wir haben vergangene Saison in der Bundesliga gespielt. Genau. Und sind dann abgestiegen und peilen aber den Wiederaufstieg gerade an. Mhm. Aber das heißt, das ist natürlich entsprechend auch zeitintensiv. Feldhockey und dann? Golf? Golf auch gerne. Mhm. Tennis, im Winter Skifahren. Gerne, wenn es die Zeit noch überlässt, segeln. Also ich bin einfach offen für jegliche Sportarten, glaube ich. Weil ich glaube, wenn man das von Kind auf lernt, dann hat man das auch in die Wiege gelegt bekommen. Und dann fällt es einem leicht, auch mal irgendwie was anderes zu starten. Ich glaube, ganz viele, weil Sie gerade gehört haben von Jörg von Thorer, dass Sie ein fremdes Herz in sich tragen, ein transplantiertes. Jeder wird sich fragen, wie machen Sie das? Diesen sportlichen Einsatz, das ist ja... Wenn Sie in der ersten Bundesliga gespielt haben, ist es ja Profi-Hockey. Wie geht das mit dem Herz? Ist das ohne jede Einschränkung möglich? Ja, eigentlich ja. Also mir gibt der Sport auch unheimlich viel. Ich glaube, deshalb bin ich auch so sportlich begeistert oder sportlich unterwegs aktuell, weil mir das einfach auch, wahrscheinlich auch psychologisch, einfach die Möglichkeit bietet, auch mal Abstand von dem Thema zu nehmen. Also ich habe das wirklich so die Erfahrung gemacht, wenn ich irgendwo einen Sportplatz betrete, dass ich alles ringsherum ausblenden kann. Mhm. Und diese Transplantation, die hat mir das Leben gerettet und begleitet mich ja ein ganzes Leben lang auch. Also ich nehme auch Tabletten, die mein Immunsystem runterfahren, bin dadurch anfälliger für andere Krankheiten und habe dann halt auch durch den Sport noch zusätzlich diesen Seiteneffekt, dass ich halt zum Beispiel Nebenwirkungen der Tabletten reduzieren kann. Und ja, mir gibt der Sport halt unheimlich viel. Sie müssen, glaube ich, 15 Tabletten am Tag nehmen, oder? Ja. Und nehmen Mitspieler oder Mitspielerinnen Rücksicht darauf, dass sie... Das wäre schön. Ja. Ich wurde vergangene Woche dreimal abgeschossen. Das war echt ein bisschen... zum Schluss hat es mir dann auch gereicht. Aber nein, absolut nicht. Also es wissen alle um meine Geschichte, weil ich da sehr offen mit umgehe. Aber es ist leider nicht so, dass die Geschichte, die nicht alle kennen, in der Zeit, in der möglicherweise Sie nicht gerade direkten Kontakt hatten zu Jörg von Thorer, als Sie 12 Jahre alt waren, hatten Sie eine Herzmuskelentzündung. Folge, Sie wären entweder gestorben dran oder Sie mussten eben dieses Herz annehmen. Sie haben das große Glück gehabt, dass Sie das angenommen haben. Wie lange sind Sie im Krankenhaus geblieben? Wie lange mussten Sie kämpfen, bis Sie dieses Herz angenommen haben? Also das müsste ich so ein bisschen untergliedern. Also als ich ins Krankenhaus erstmalig gekommen bin, hieß es noch, okay, ich hatte eine Myokarditis, bin herzkrank und man hat versucht, das medikamentös zu behandeln. Und da war ich auch erstmal in Bremen im Krankenhaus und wurde zunächst stabilisiert. Und dann nach ein bisschen länger als einem halben Jahr, also ich lag dann hier in Bremen Krankenhaus, war man da so ein bisschen am Ende der Möglichkeiten. Und also in Bremen werden keine Herzen transplantiert. Und dann stand so ein bisschen fest, okay, jetzt müssen Veränderungen her, sonst passiert ja nichts weiter. Und mein Zustand ist ja dann auch stetig schlechter geworden. Mhm. Und dann wurde ich nach Berlin verlegt, ins Deutsche Herzzentrum. Glücklicherweise, wirklich gerade noch rechtzeitig, ich habe am selben Abend noch Vorhofflimmern bekommen.
und habe dann in der Nacht auch direkt einen Kunstherz implantiert bekommen. Quasi das zur Unterstützung meines eigenen Herzens, was dann nicht mehr fähig war, mich ausreichend zu versorgen. Und mit dieser Operation, also zwar war vorher dieser Begriff schon mal irgendwie so ein bisschen im Raume, aber irgendwie, natürlich versucht man dann in dem Moment das auch noch ein bisschen vor sich herzuschieben, weil man ja irgendwie immer noch die Hoffnung hat, es regeneriert sich doch irgendwie von selbst. Aber mit dieser Implantation des Kunstherzens war dann klar, dass ich auf die Spenderliste komme. Und ab da habe ich 3,5 Monate gewartet, was ja vergleichsweise zu heutigen Wartezeiten sehr kurz ist. Und wie lange mussten Sie dann noch sich kurieren, bis Sie das Herz angenommen haben? Also das Herz angenommen an sich, das war nicht so das Problem meines Körpers, sondern eher so Seiteneffekte. Ja. Also ich hatte zum Beispiel Nierenversagen, war dann in der Dialyse und hatte tatsächlich 3 Wochen erstmal im Koma gelegen. Das heißt, ich weiß das alles nur aus Erzählungen. Bei manchen geht das sehr viel schneller, aber ich hatte dann das Glück, dass damit dann alles irgendwie überwunden war. Und dann ging es wirklich kontinuierlich bergauf bei mir und war dann, ich glaube, ein halbes Jahr nach der Transplantation auch wieder in der Schule. Bin dann langsam auch wieder zum Hockey gegangen. Das war dann für mich irgendwie, ich wollte diesen Alltag wieder erlangen. Also das, was so jetzt so banal ist, irgendwie, dass man sich im Badezimmer selbst fertig machen kann, ist halt dann im Krankenhausleben etwas, worauf man die ganze Zeit irgendwie akzeptiert und es wieder erreichen möchte. Und stimmt es, dass Sie insgesamt 1,5 Jahre damit beschäftigt waren, mit allem, mit der Krankheit, dass Sie das 1,5 Jahre Ihres Lebens gekostet hat? Ja. Ja, das geht ja dann auch so los. Also es ist ja nicht so, man wird transplantiert und alles ist wieder gut. Mhm. In meinem Fall, ich lag ja sehr lang, dadurch, dass ich dieses Kunstherz hatte und auch sehr eingeschränkt war. Mhm. Dann ging das los, dass ich dann erstmal wieder sitzen lernen musste. Man hat ja überhaupt keine Muskulatur. Das nimmt ja leider erstaunlich schnell ab dann alles. Und dann ist der nächste Schritt, dann sitzt man mal 3 Minuten auf der Bettkante, während da aber auch 2 Schwestern stehen, falls man das nicht schafft. Und so geht das dann kontinuierlich halt bergauf. Chantal, und vielleicht ist das eine dumme Geschichte, aber es heißt, eine Ihrer ersten Sorgen wäre gewesen, ob Sie aufgrund des fremden Herzens möglicherweise eine Persönlichkeitsveränderung erleben und für den FC Bayern sind. Ja, das war stimmt das? Dazu muss ich sagen, ich hatte im Vorfeld, also in der Wartezeit, hatte ich auch immer Besuch von bereits transplantierten Kindern oder anderen Personen. Weil es hat mir auch auf der einen Seite sehr viel Mut gegeben und Hoffnung, dass es danach wirklich ein lebenswertes Leben gibt. Aber auf der anderen Seite hatten die mir halt auch berichtet, dass sie auf einmal ein anderes Essen bevorzugen. Und das war natürlich dann meine größte Sorge, dass es dann irgendwie rot-weiß an Feuer, grün-weiß. Hat sich aber nicht bestätigt übrigens. Montora, ich weiß nicht, ob Sie gestern Zeit hatten, die doch, fand ich, sehr bewegende und auch gut geführte Debatte im Bundestag, um dieses neue Organgesetz zu verfolgen. Sind Sie vom Ergebnis enttäuscht, dass die Widerspruchsregelung nicht durchgekommen ist? Also ich bin wirklich sehr enttäuscht aus dem einfachen Grunde, weil ich glaube, dass ich jetzt durch die Abstimmung im Bundestag und durch das Ergebnis der Abstimmung einfach nichts ändern wird. Das denke ich mal, wenn man jetzt den Leuten an die Hand gibt, dass sie alle 10 Jahre mit Verlängerung des Personalausweises daran erinnert werden sollen, dass es auch noch die Möglichkeit gibt, zu spenden, dann ist das zu wenig. Der Mensch an sich neigt ja doch ein bisschen zum Phlegma. Und darum glaube ich ganz einfach, dass der Mensch dann von sich aus eher nicht sagt, ich möchte aber gar nicht spenden. Wobei der unterlegene Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat dann gesagt, naja, aber einen positiven Nebeneffekt gab es. Noch nie ist so viel diskutiert worden über die Notwendigkeit, dass sich mehr Menschen zur Verfügung stellen als in diesen letzten Wochen. Teilen Sie die Enttäuschung von Jörg von Thora? Ja, absolut. Also klar, zum einen, das hat Herr Spahn ja richtig gesagt, geht es darum, wirklich die Organspendezahlen zu erhöhen. Ob es nur mit der Lösung ist oder mit der. Wenn es im Endeffekt dann das Ergebnis so wird, ist es mir ja eigentlich egal. Aber ich glaube auch, wie Jörg gesagt hat, dass das einfach realitätsfern ist auf Ämtern. Ich meine, auch die Gegebenheiten sind einfach nicht entsprechend, finde ich, über so ein emotionales Thema dann doch zu reden. Und glaube einfach, also meine Enttäuschung basiert einfach darauf, dass ich glaube, es war eine unheimliche Chance von der Politik, einfach dieses akute Problem ja von diesen Spendermangeln aktuell, das einfach mal in die Hand zu nehmen und ein Zeichen zu setzen. Weil der Arzt in unserer Runde, der schüttelt den Kopf, sehe ich aus dem Augenwinkel. Ja, der schüttelt den Kopf, weil das ist eine Chance, die wir vertan haben. Also man muss sagen, wir bringen damit Menschen um. Faktisch nehmen wir Leben. Und das nehmen wir, wenn man sich die Zahlen anschaut, über 80% der Deutschen sind spendewillig. Nur 36% in etwa haben einen Spenderausweis. Das bedeutet,
Bei den anderen ist völliges Nirvana. Ja, also man weiß gar nicht, was ist, was ist nicht. Und deswegen ist es auch gar nicht so wichtig, diesen Spendeausweis zu haben, wie mit seiner Familie, seiner Partnerin, seinem Partner, mit den Freunden darüber zu sprechen, was will ich denn eigentlich? Weil wenn ich da hirntot liege, ja, und vom Bus überfahren wurde, Autounfall, was auch immer, dann kann ich mich ja nicht mehr äußern. Also deswegen ist es so wichtig, natürlich wird dann die Familie gefragt. Und wenn da kein Ausweis da ist, oder die Familie aber sagt, er hat immer gesagt, er möchte das gerne, also ich habe einen Ausweis und meine Familie weiß Bescheid, dann kann man auch was machen. Und man muss sich ja überlegen, wie vielen Menschen ich als einzelne Person helfen kann. Das sind ja 18. Aber darum bin ich ja sehr enttäuscht darüber, dass die Widerspruchsregelung durchgefallen ist. Deshalb habe ich nicht verstanden, warum er den Kopf geschüttelt hat. Nee, also auch aus Mitgefühl, dass es einfach schrecklich ist. Ach so, es ist nicht so, dass Sie die Entscheidung verteidigen wollen. Es ist das Schlimmste, was hätte passieren können aus medizinischer Sicht, wenn wir sagen, Medizin ist pro Leben, also heißt im Sinne von, wir wollen Leben erhalten, wir wollen Leben verlängern. Also ich meine, Sie sitzen ja hier, Sie müssen mal in die Augen eines Menschen gucken, wo die Zeit abläuft auf der Liste. Ja. Und wo der spürt, das wird nichts mehr. Der ist totgeweiht. Jeden Tag 3 Menschen sterben, weil es kein Organ gibt. Und obwohl die Bereitschaft ja da ist, also die Leute sagen, ja, ich würde es ja machen. Aber wie Sie richtig gesagt haben, Herr von Torre, die kommen halt nicht aus sich raus. Das heißt, irgendwer muss es ja irgendwie wissen und irgendwie kommunizieren. Und deswegen unbedingt zu Hause mit den Lieben mal sprechen. Das kann meinetwegen beim Abwasch sein, dass man sagt, du, wenn mir mal irgendwas zustößt, ich würde gern, dass gespendet wird. Und das reicht schon. Und ich bin auch besonders enttäuscht eben von der Politik in diesem Fall. Denn gerade bei den beiden Aber gerade bei diesen beiden Abstimmungen gestern wurde ja bewusst der Fraktionszwang aufgelöst. Genau. Das heißt, die Politiker hätten ja wirklich mal Volksvertreter sein können gestern. Und nach Umfragen ist es so, dass 68% des Volkes für die Widerspruchslösung sind. Und da verstehe ich es überhaupt nicht, warum man halt wirklich nicht mal dem Volke als Volksvertreter verbunden gewesen ist und nicht gesagt hat, das machen. Und da muss man ja sogar sagen, es wird ja namentlich abgestimmt. Ja. Also das heißt, es wurde ja namentlich abgestimmt. Man kann jetzt online sofort sehen, wer hat wie abgestimmt. Mhm. Und wenn man dann mal nach den Parteien schaut, das ist so erschreckend. Große, große Mehrheit, gefühlt fast alle Grünen, gefühlt fast alle aus der FDP, gefühlt fast alle aus der AfD. Die Mehrheit der Linken waren dagegen. Gegen die Widerspruch. Dagegen, wenn man es nach Partei macht. Und für eben Organtransplantation, also genau, also für die neue Regelung waren eigentlich hauptsächlich SPD und CDU. Richtig. Und da frage ich mich wirklich, also was eigentlich ich nehme die Parteien ganz anders wahr. Also ich fühle mich da überhaupt nicht repräsentiert. Okay. Und man muss wirklich sagen, es ist wirklich am Volk vorbei. Ich weiß nicht, was die Agenda da war. Es ist erschütternd, denn das eigentliche Problem ist ja, Jens Spahn ist aktiv, der wird es gerne wieder auf die Agenda bringen, glaube ich, sofort. Aber das ist ja nicht übermorgen. Aber es gäbe ja eine andere Lösung. Es gäbe ja eine einfache Lösung, dass die 68%, die in der Bevölkerung dafür sind, selbst aktiv werden. Dann kommt wieder das Pflegma, das ich genannt habe vorhin. Aber das könnte man ja machen. Man könnte sagen, so, wir waren dafür, wir sind enttäuscht, also besorgen wir uns selbst einen Organspendeausweis und besprechen das zu Hause. Die Litfaßsäulen, es ist alles durchplakatiert mit Organspendeausweis. Man kann ihn überall bekommen. Der Mensch ist Mensch. Und es ist für viele ganz schwer, alleine schon über Testament und Patientenverfügung zu Hause zu sprechen, geschweige denn sich mit dem eigenen Tod auseinanderzusetzen. Viele Menschen haben da Hemmungen. Und deswegen tun sie sich ja auch so schwer. Und deswegen steht man dann tatsächlich, wenn die Entscheidung mal anfällt, vor dem Nichts. Und die Entscheidung ist ja auch, das ist ja ein ganz langer, schwieriger Prozess. Das ist ja nichts, was man von heute auf morgen macht. Also das ist ja auch wirklich etwas, wo viele Dinge sich überhaupt erfüllen müssen, faktisch, dass es überhaupt möglich ist, Organe, die so wertvoll sind, zu spenden. Ja, und der Mensch hat Angst. Also ich habe Angst, gebe ich zu, zu sagen, ich gebe meine Organe. Insofern hatte ich gehofft, dass Jens Spahn sich durchsetzt. Weil es hätte mir diese Entscheidung abgenommen, aber... Du hättest eine Entscheidung treffen müssen. Ja, aber wie die dann ausgeht, ist ja egal. Das kann ja wirklich jeder für sich entscheiden. Ich verstehe auch, dass Leute Angst haben. Aber ich finde, es ist zumutbar in der Gesellschaft, dass ein Mensch einmal eine Entscheidung treffen muss. Ja, wobei es wird ja umgedreht. Ne? Also Entscheidung treffen muss ich dann nur, wenn ich sage, ich will nicht. Genau, das heißt, das ist ja die Entscheidung. Und wenn man mal auf Europa guckt, Europa, die meisten Länder haben diese Widerspruchslösung. Das heißt, man geht davon aus, dass ich es möchte, es sei denn, eigentlich so wie mit meinem Organspendeausweis, ich möchte nicht Organspendeausweis mit dabei. Und das trifft eigentlich genau das, was Sie sagen, das würde ja die Menschen, die sagen, also eigentlich würde ich es machen, die würde es mit reinnehmen, die aber nicht aktiv genug sind, um zu sagen, ich gehe jetzt los und hole mir den Ausweis. Und die sagen, nee, auf gar keinen Fall, aus religiösen Gründen, ich kann das alles verstehen. Aber wo die dann sagen, nee, ich möchte das nicht, finde ich das toll. Und dann sollen sie auch sagen, ich möchte es bewusst nicht. Ist nur so schade, weil es ja diese Diskrepanz da ist. Ich weiß. Ich habe noch eine Frage an Chantal. Ich bin sicher, dass ganz viele Zuschauerinnen und Zuschauer sehr beeindruckt sind von dem, was Sie erzählt haben, von Ihrem Lebensmut, von Ihrer sportlichen Tätigkeit.
Sie haben diese Operation, dieses neue Herz implantiert bekommen vor 14,5 Jahren. Es heißt, so ein Herz hält ungefähr 15 Jahre im Durchschnitt. Machen Sie sich Gedanken darüber, ob Sie bald wieder ein Herz gebrauchen könnten? Oder sind Sie zuversichtlich, dass Sie diesen Schnitt verändern können? Beides ein bisschen. Also klar macht man sich da Gedanken. Also man vergleicht sich ja auch unheimlich mit anderen Leuten, mit den Statistiken. Und bei mir war das am Anfang so der Fall, dass mir oder uns als Familie die Ärzte dann da irgendwie auch gesagt haben, ja, 3 Jahre wären schon mal gut. Und dann gucken wir mal weiter. Ich meine, mittlerweile sind es schon fast 15 Jahre. Und wie Sie gesagt haben, also es ist eine 15 Jahre, sagt man jetzt im Schnitt. Man muss ja aber auch immer diese individuellen Geschichten dahinter angucken. Also wie alt ist der durchschnittliche Transplantierte? Wenn da noch mal 15 Jahre obendrauf gerechnet werden, dann hat er ein ganz anderes Alter als ich. Und klar kommt das manchmal so hoch, dass man dann denkt, okay, jetzt, der längste Herztransplantierte ist 36 Jahre transplantiert. Und dann rechne ich natürlich, okay, wie alt bin ich dann? Aber ich versuche mich einfach davon frei zu machen und gar nicht so diese Zeit zu rechnen, sondern einfach so den Moment zu genießen. Also im Hause selbst ist das auch nicht immer ein wiederkehrendes Thema. Wir gehen allerdings halt wirklich sehr optimistisch daran. Wir sagen ganz einfach, der Sport stählt Chantals Körper. Der Sport stählt Chantals Herz. Sie ist durch den Sport stark geworden. Und sie wird 25 bis 30 Jahre schaffen. Davon gehen wir einfach aus. Also wollen wir dann zum Schluss noch was Nettes über Jörg sagen? Ja, es heißt, mir immer Brötchen. Und es heißt, er geht, um Sie nicht zu beschädigen, zum Rauchen auch zu Hause raus. Stimmt das? Draußen. Mhm. Er geht raus? Ja, ja, aber draußen. Und das ist aber schon eingeschränkt. Schon seitdem das Rauchen? Ja. Ja. Also ich bin auf die Hälfte runter, das ist okay, ne? Oder? Ich finde, alles, was für das Herz von Chantal nützlich ist, finden wir ganz toll. Für ihr Herz und für meine Lunge. Okay. Also eine Win-Win-Situation. Ich bedanke mich sehr herzlich bei Chantal Bausch und bei Jörg von Ferrer. Und wir kommen jetzt zu einer Frau, die sich folgende Frage gestellt hat. Was können wir für die Rettung unseres Planeten tun? Auf der Suche nach der Antwort auf diese Frage hat sie ihr ganzes Leben ganz schön umgekrempelt und hat einen Selbstversuch gestartet. Bestseller-Autorin Susanne Fröhlich ist bei uns. Herzlich willkommen. Frau Fröhlich. Nachhaltigkeit ist das bestimmende Thema unserer Zeit. Fridays for Future motiviert Millionen Menschen auf der ganzen Welt. War das die Initialzündung, jetzt diesen Selbstversuch zu starten und zu gucken, was kann ich eigentlich als Einzelner tun? Ja, man kommt um das Thema ja quasi nicht drum herum. Ja. Und man ist ja auch so latent zwischen genervt und resigniert und denkt, tja, wir sind ja so die Generation, ich habe es mit meiner besten Freundin Constanze Kleiss geschrieben, die so dazwischen ist. Es gibt die jungen Leute, die wachsen auf mit Unverpacktläden, mit Kreta, mit veganen Häppchen hier und da. Dann gibt es die Alten, die oft sehr nachhaltig gelebt haben, Dinge repariert haben, gewertschätzt haben. Die hatten sowas wie den Sonntagsbraten oder das Sonntagskleid. Und dazwischen ist so sind die geburtenstarken Jahrgänge wie meiner. Wir waren Plastic Fantastic, alles war toll, wir haben ständig neu gekauft, gemacht, getan, so. Aber es gab auch schon Slogans wie Jute statt Plastik. Ja, das waren so kleine Gruppierungen früher, so, aber das hat man so belächelt, hat so gesagt, ach guck mal, die Müsli ist ganz süß. Und die so. Müsli? Ja, ganz süß. So, und dann muss man ja irgendwann, hört man all diese Nachrichten und sagt, so, das sind Fakten, die kann man nicht mehr leugnen, wenn man einigermaßen bei gesundem Menschenverstand ist. Was mache ich jetzt mit diesen Fakten? Und dann sieht man im Internet diese wahnsinnig hippen Bloggerinnen, die auch noch immer irrsinnig gut aussehen. Und die haben so kleine Schraubgläser da stehen. Da steht dann, das ist mein Müll des Jahres. Und dann sitzt man zu Hause, legt sich auf die Couch ermattet und sagt, ja, da bin ich heraus. Man guckt seinen gelben Sack an und sagt, das ist mein Müll der Woche. Ja, so. Und man ist ja... gesagt, ja, okay, jetzt können wir natürlich in so eine Duldungsstarre verfallen und sagen, da sind wir raus, das schaffen wir nicht und so, alles ganz schlimm. Und dann haben wir gesagt, nee, vielleicht müssen wir doch mal gucken, wo liegen eigentlich unsere Probleme und was können wir tun? Wir haben dann an so einen Satz unserer Großeltern gedacht, meine Oma hat immer gesagt, Kleinvieh macht auch Mist. Und dann haben wir gesagt, ja, vielleicht könnten wir kleine Schritte wagen. Man fühlt sich natürlich manchmal albern, man sieht irgendwie ganz Brasilien dort abgeholzt, Australien brennt und man selber sagt, nein, bitte keinen Strohhalm. Und dann denkt man, ja, wie lächerlich ist das denn?
Und dann hat man Freunde, die sagen, ja, die Chinesen, die machen doch alles. Was willst du jetzt mit deinem Stoffbeutelchen da rumgehen? Aber ich glaube, dass... Was war denn der erste Schritt? Womit hat es angefangen? Mit also dem Strohhalm? Nee, wir haben angefangen, wir haben gedacht, wir machen so eine Art Bestandsaufnahme und haben unseren ökologischen Fußabdruck gemessen. Das kann man im Internet ganz bequem von zu Hause aus tun. Gibt Seiten bei Brot für die Welt, alles Mögliche. Und also Sie haben wirklich zu zweit, haben Sie losgelegt? Jeder hat seinen gemessen. Sie und Ihre Co-Autoren. Genau. Und ich hatte so das Gefühl, so wie in der Schule, sie strengt sich an. Also ich hatte gedacht, so vielleicht eine 3, die 1 des kleinen Mannes sozusagen. Wird das in Schulnoten vergeben? Nein. Oder bekommt man nein, da so CO2-Ausstoß? Ich hatte gedacht, ich bin so mittel. Okay. Ich bin nicht ganz schlimm, auch nicht top, aber ja? So dazwischen. Und dann war ich entsetzt. Also wie gesagt, ich habe nicht geglaubt, dass ich die Mutter Teresa des Klimas bin, aber dass ich der weibliche Saddam Hussein bin, hatte ich auch nicht gedacht. Es war grauenvoll. Wenn alle so leben würden wie ich bin eine wirkliche Klimasünderin gewesen, muss ich sagen, dann braucht jeder 4,6 Planeten. Das geht natürlich nicht. Also habe ich gedacht, okay, wo liegen die Problembereiche? Was war denn das Hauptproblem? Weil ich weiß, Sie leben zum Beispiel auf dem Land, wo genau. Man ja denken würde, ach, das ist ja eigentlich schon mal das richtige Umfeld. Auch ganz schön und viel gute Luft und so. Ja, aber der Bus fährt etwa 3-mal am Tag und der letzte geht abends, glaube ich, um 21 Uhr aus der Stadt zurück. Ich bin noch nicht so alt, dass ich um 9 im Bett sein will, aber auch nicht so jung, dass ich um 9 zu Hause sein muss. Insofern, ich brauche ein Auto. Das heißt, also das Auto schlägt den eigenen Garten, obwohl man da vielleicht anpflanzt und aufforstet im kleinen Rahmen. Das Auto ist ein Problem. Ich wohne, ich habe 2 Kinder, die ich Gott sei Dank erfolgreich ausgebildet habe. Ausgebildet? Zack, die sind draußen, die machen ihren eigenen Dreck so. Und der Mann ist auch weg, der Hund ist gestorben. Ich habe viel zu tun. Ja. Alles in Ordnung, alles in Ordnung. Alles okay. Das heißt, ich habe zu viel Wohnraum. Inzwischen lebe ich mit meinem Onkel zusammen. Es wird schon ein bisschen besser in der Bilanz. Ich habe viel Wohnraum. Ich habe es gerne warm zu Hause. Bei mir konnte man im Bikini leben. So, inzwischen habe ich die Heizung so runtergedreht, dass auch Pinguine sich wohlfühlen könnten. Und meine Wollpullover endlich zum Einsatz kommen. Also es gibt so kleine Stellschrauben. Ich esse aber kein Fleisch und dachte, da bin ich zu Hause? Fein. Also geht es so weit, dass Sie freiwillig zu Hause frieren? Ich friere nicht, aber ich habe 2 Grad oder 3 Grad runtergedreht. Und ich muss sagen, meine Wollpullover ziehe ich endlich mal an. Und es ist machbar. Also die Leute tun ja immer so, als müssten sie, wenn sie auf irgendwas Kleines verzichten sollen fürs Klima, das sind ja oft kleine Sachen. Wenn es Debatten gibt um Feuerwerk oder so, da wird getan, als hieß es, ihr werdet alle ohne Betäubung kastriert. Das sind ja kleine Dinge. Gott, dann guckt man sich Feuerwerk im Fernsehen an. Oder sagen wir immer, die großen Städte machen eins für alle. Ist doch fein, habe ich gar kein Problem. Ich finde das immer komisch, dass früher hieß es ja auch, da durfte man irgendwie rauchen in Restaurants. Dann hieß es, da darf nicht mehr geraucht werden. Ein Aufschrei. Alle Restaurants werden pleite gehen. Das ist das Ende von jeglichem. Wir haben ja überlebt und mittlerweile finden es auch die meisten ganz gut. Sogar 3 nach 9 hat es überlebt. Hier ja? Wurde auch richtig viel man konnte manchmal die Gäste nicht erkennen. Ja. Was ja ab einem gewissen Alter ganz schön auch gut ist. Ja, ganz bald. Also wir sind dann daraufhin die verschiedenen Bereiche unseres Lebens so durchgegangen, auch die Räumlichkeiten. Das sind so Sachen wie... im Haus erstmal so kann man ja mal überlegen, was kaufe ich eigentlich ein. Generell ist Konsum ein riesiges Thema. Wir konsumieren alle zu viel. Viel zu viel. Wir kaufen ständig ein. Wir gucken gar nicht, was haben wir, sondern wir kaufen. Wir reparieren nicht mehr. Wir gehen selten zum Schuster. Wir sagen, ach, die neuen Schuhe sind ja fast billiger. Ja, ich erinnere mich noch an meine Großmutter, die saß da abends und hat ihre Socken gestopft. Ja. Ich muss zugeben, dass ich noch nie Socken gestopft habe. Ja. Ich habe einmal, aber ich glaube, es war in der Schule, wir mussten Judith, das schockiert mich jetzt. Hätte ich nie gedacht. Weil du da abends immer sitzt und arbeitest. Stopfen Sie Socken? Genau. Ich bin der Sockenstopfer von Hamburg. Genau. Ja. Nein, ich weiß nicht mal, wie das geht. Also das, sagen wir mal, sorgsam mit Dingen umgehen. Ja. Ist es so ähnlich wie, nehmen wir mal als Metapher den Mann. Also wenn man eine lange Beziehung, wenn man eine lange Beziehung hat, das kostet Pflege, da muss man... aufmerksam sein, achtsam sein. Natürlich ist es spaßig, immer wieder einen neuen zu haben. Man kann immer wieder einen neuen. Oh, das ist aufregend, da hat man Hormone und ist alles toll. Das ist wie mit neuen Dingen. Aber trotzdem muss man ja irgendwie die Langstrecke meistern. So, weil auch der Neue, das nervt ja auch. Man muss alles immer wieder neu erklären. Ich mag keine Erbsen. Also ist eine lange Ehe ist ökologisch sinnvoll. Absolut. Thank you.
Frau Fröhlich, ich habe allerdings den Eindruck, dass auch Männer jetzt nicht kurz nach Ablauf der Garantie kaputt gehen, so wie das bei vielen Dingen ist, die wir so kaufen. Genau, das dass man quasi gezwungen wird, neu zu kaufen. Und man geht ja mit diesen Dingen dann, was weiß ich, in irgendeinen Elektromarkt und sagt, dieser Drucker, den habe ich gerade irgendwie 2 Monate und schon will der nicht mehr. Und dann sagen die, ja, das lohnt nicht. Da kaufen sie lieber 9. Und da muss man eben sagen, nee, ich hätte den gern repariert. Akzeptanz durch Penetranz. Also das haben wir gemacht, wir haben gesagt, da ist aber irgendwie nur was Kleines. Wir wollen, dass sie das aufmachen. Und es gibt mittlerweile auch so Reparaturcafés. Es tut sich was in dieser Szene. Und man kann sich natürlich auch mal so Dinge fragen, das haben wir uns dann auch, ob man, braucht man wirklich nur, weil der 16-Jährige jetzt eine Party machen will, einen Sandwich-Toaster, den man 2-mal benutzt und noch zusätzlich zu diesem Gerät und diesem Gerät, oder kann man das vielleicht irgendwo leihen? Also diese Kultur von früher, die die älteren Menschen viel besser beherrschen, dass man Dinge ausleiht und dass man Dinge pflegt und sorgsam ist, das ist wichtig bei Konsum. Haben Sie Ihre Ernährung geändert? Ja. Ich esse aber schon. Avocado ist ja in aller Munde, ne? Weil sie so eine schlechte Biobilanz hat, weil so viel Wasser verbraucht wird, um sie anzupflanzen. Das ist ein Riesenproblem und das ist eben oft, wenn man sich mit Klima beschäftigt, einfach ist vieles nicht, weil es gibt Dinge, die sind sehr gesund, die werden angepriesen, die Avocado, der Lachs, alles Omega-Fettsäuren, wir werden strahlen, das wird alles fantastisch sein, irre gesund, wir werden 150 Jahre alt, aber machen dabei den Planeten eben kaputt. Man muss ständig abwägen. Ist die Avocado jetzt gut oder ist sie schlecht? Ist die Bio-Gurke in Plastik besser als die Normalgurke? Oft ja, zum Beispiel. Warum das denn? Das frage ich mich nämlich immer, was das eigentlich soll, dass eine Bio-Gurke einzeln in Plastik angepackt ist. Das nimmt jetzt ab, aber lange Zeit hat man gesagt, zum Beispiel dadurch hält sich eben auch die Gurke an sich sehr viel länger. Ja, aber ich kann sie doch auch eher essen, dann ist es doch auch das Beste fürs Klima, oder? Ja, absolut. Das ist leider generell auch nicht mein Problem, dass Lebensmittel bei mir zu lange halten. Also, aber so, das heißt, man muss sich Fragen stellen, die man sich jahrelang nicht gestellt hat, weil man einfach gemacht hat. Man hat ja auch, man versteht es ja auch, man hat einfach auch nicht so viel Zeit. Man hat eh schon so viel auf dem Zettel, dann sind die Leute genervt und sagen, das soll ich jetzt auch noch machen. Ganz ehrlich, da habe ich überhaupt keine Lust drauf. Und dann haben wir überlegt, wo gibt es so kleine Stellschrauben, an denen jeder drehen könnte. Weil dieser individuelle Verzicht, also wenn man anfängt, eben Dinge anders zu machen, das hat auch was Virales. Also heute nimmt man eben nicht mehr automatisch an der Kasse im Supermarkt eine Plastiktüte. Ja, das stimmt. Es ist einem sogar so ein ganz bisschen peinlich. Und man sagt sofort so, ich habe meinen Beutel vergessen oder der ist noch keine Ahnung. So, und ich finde, das in der Hinsicht hat so ein ganz bisschen Charme auch oft was Gutes. Man parkt ja auch nicht auf Behindertenparkplätzen oder so. Ja. Also das macht man nicht, außer man ist ein Arschloch. Aber wo haben Sie denn mal gemerkt im Umfeld, wenn Sie sagen, das geht viral, also Sie haben ja auch gesprochen dann mit Freunden, mit Bekannten, mit Ihrem Onkel, mit dem Sie zusammenleben. Ja. Wo ist eine Grenze? Wo sagt der, okay, ich mache einiges mit, ja? Ich achte auch, dass ich die Gurke verzehre, wenn ich sie kaufe oder was auch immer. Jeder ich nehme auch mal den Bus. Wo ist die Grenze? Jeder hat seine individuelle Grenze, die ich finde ich auch, das ist absolut legitim. Es gibt Männer, wenn man denen sagt, du darfst nicht mehr jeden Tag in der Woche eine Bratwurst essen. Das ist für die der Super-GAU. Dann gibt es Menschen, die mich, ich esse kein Weg Fleisch, in die Scheidung, kein ne? Problem. Genau, sicherste Weg in die Scheidung, verbietet deinem Mann das Fleisch. Aber es gibt ja Dinge, die sind so. Und für andere ist das überhaupt kein Thema. Also man muss das selber abwägen. Für uns war es problematisch, als es ans Badezimmer ging. Da hat man ja sehr viel Plastik. Oh, da haben wir ein paar Beispiele extra besorgt. Schön. Muss ich mal eben rausholen. Heute war in der Süddeutschen Zeitung ein Interview mit einem Landwirt anlässlich der Demonstration. Und der hat gesagt, Deutschland braucht pro Tag 160.000 Schweine und 1,5 Millionen Hühner pro Tag. Und da frage ich mich, der ich vor 2 Jahren zugegebenermaßen aufgehört habe, rotes Fleisch zu essen, muss das sein? Müssen wir so viel Fleisch essen? Nein. Muss nicht sein. Ich finde das furchtbar. 160.000. Guck mal, aber wenn wir beide jetzt kein Fleisch mehr essen. Ja, dann ist ja noch Fleisch, aber weißes, ne? Hühner werden ja auch gehalten. Ja, aber wenig. Ich esse wenig. Also wir essen so gut wie kein Fleisch. Ja. Man sagt, wenn jeder Mensch
auf der Welt nur 300 Gramm Fleisch in der Woche essen würde, wäre unser Klima kein Problem mehr. Das heißt, man könnte ja schon deine 300 Gramm an jemanden geben, der sehr gerne Bratwürste isst. Gern bereit. Meine 300 Gramm auch. Ja. Dann könnte derjenige schon 900 Gramm in der Woche essen. Ich habe auch was zu vergeben. Ja, das ist super. Ja. Also darüber kann man doch einfach nachdenken. Ich finde, das ist zumutbar, sich Gedanken darüber zu machen. Man kann ja dann sagen, nee, bin ich nicht dabei. Mhm. Ich glaube, wenn wir das Kompromiss Thema zu missionarisch angehen, ist der Kompromiss. Das ist furchtbar. Ja, vor allem, wenn man so übergriffig wird und die anderen Leute in ihrer Privatsphäre zu hart angeht und sie eben nicht überzeugt und motiviert, sondern sagt, du darfst nicht, klar. Dann werden die natürlich, dann machen die zu, die Deutschen vor allem nicht. Aber das wenn man mal überlegt, es sind ja auch immer Emotionen. Also bei den Chinesen, Sie haben ja von den Chinesen angesprochen, es ist ja tatsächlich so, China hat strategische Schweinefleischreserven. Also so wie wir Ölreserven haben, dass das Öl nicht ausgeht, wenn morgen kein Öl mehr kommt, können wir noch ein paar Tage fahren und dann ist irgendwann knapp. Die haben so viel Schweinefleisch, dass ganz China 2-3 Tage noch Schwein essen kann. Weil die Chinesen, und das habe ich habe ja dort auch, durfte da studieren, das muss man sich mal überlegen, die kommen aus einer so schweren Vergangenheit. Und für die ist das Schlimmste, zu sagen, mein Kind kriegt kein Fleisch. Die haben so viel Reissuppe gegessen, die Großeltern und die Eltern. Und die haben so viel Verzicht gehabt. Für die ist das emotional so stark, dass ich meinem Kind was Richtiges auf den Tisch bringe, dass man, finde ich, auch ihnen erstmal sozusagen erlauben muss, diese Stufe durchzumachen im Sinne von, ja, das tut gut, aber natürlich vielleicht nicht ganz so lange, wie wir Deutschen mit dem Nackensteak 50 Jahre auf dem Grill rumgerannt sind, sondern sagt, guck mal, aber der nächste Schritt, also irgendwie so mitnehmen die Leute, also das finde ich, das machen sie so fantastisch und das liest sich auch so schön, ja, anstatt zu sagen, du darfst nicht. Es ist leicht, ne? Es ist ein Angebot, ja, es ist kein missionarischer Zeigefinger, der gehoben wird. Dieser Veggie Friday, mir wird vorgeschrieben, also vorgeschrieben finde ich immer schwierig. Ja, ja, ich finde, ich glaube, dass... Ich glaube, in manchen Bereichen wird es das irgendwann wird das kommen, weil auch Freiwilligkeit, das ist ja auch so, wenn man jetzt Autofahrern sagt, du, fände ich richtig schön, wenn du da rund um die Schule, wenn du da immer 30 fahren würdest. Ja, man muss auch mal blitzen. Da passiert jetzt nicht so viel. Wenn da ein Blitzer steht und man dreimal richtig reingedonnert ist, dann fährt man schon 30. Ja. Also man muss sagen, super. Es gibt leider auch Menschen, die man nicht mit einem netten Hinweis so ein bisschen anschieben kriegt. Ist schon okay. Ja, ein sanfter Druck. Und wenn... Wir haben ja in der Bevölkerung, das finde ich ist faszinierend, wir haben ja eine Entscheidungsmöglichkeit. Wir können im Supermarkt, wir können bei unseren Lebensmitteln entscheiden. Und durch unsere Entscheidung wird ja auch die Industrie geprägt, weil die wollen ja verkaufen. Das heißt, wir haben es in der Hand. Wir können eine Partei wählen, der die Umwelt am Herzen liegt. Wenn jemand sagt, ist mir wurscht, dann kann man auch sagen, dich wähle ich nicht. Also wir sind doch wer. Der Einzelne fühlt sich immer so klein, aber in der Masse... können wir Entscheidungen bestimmen. Das finde ich irgendwie ganz schön. Jetzt zu unserem fiesen Badezimmer. Genau, ja. Richtig. Das würde ich gerne noch einmal ansprechen. Über die Plastiktüte haben wir gerade schon gesprochen. Das ist, glaube ich, mittlerweile... Ne? Also, ja. Ja. Darauf hat man sich geeinigt, dass man die besser weglassen sollte. Aber was ist zum Beispiel mit so einer Getränkedose, wo man ja denken würde, okay, die kann ich doch dann vielleicht auch einfach recyceln, weil die kann man in den gelben Sack tun. Und Plastik kann man wirklich, wenn Plastik einen guten Recycling-Kreislauf hätte, da hapert es an vielen Stellen, könnte man Plastik super recyceln. Die Dosen ein paar hundert Jahre, noch getoppt von der Windel. Wir hätten gerne die Lebenserwartung dieser Windel. Das heißt, die wird in ein paar hundert Jahren noch da sein, ne? 200 Jahre, glaube ich. Ja. Und die Windel? 450 Jahre. Aber dieses Styroporbehälter... Ist sie sich zersetzt komplett, oder was ist das für eine Zahl? Ja, dann ist sie weg. Verdammt lang. Dieser Styroporbehälter, der hätte schon Jesus von essen können, der hält 6000 Jahre. Das heißt, wenn man beim Inder so ein Schälchen hat, und dann kann man doch wirklich sagen, ganz ehrlich, dann nehmen wir so eine Tupperdose von zu Hause mit oder so ein, keine Ahnung, kaufen so ein Aluschälchen und gehen damit hin. Das, ich finde, das muss nicht. Also, ich finde durchaus, dass einem das Buch bei bestimmten Dingen so ein bisschen die Augen öffnet. Es sind auch einige Tabellen drin, wo man sowas mal nachlesen kann. Wie lange hält sich eigentlich so ein Plastik, bis es zersetzt ist? Und insofern Weltretten für Anfänger, möglicherweise der neue Bestseller von Susanne Fröhlich. Danke. Dankeschön. Dazu hätte man jetzt noch 150 Sachen sagen können. Herr Dr. Wimmer, was haben Sie sich denn vorgenommen für dieses Jahr? Einen schönen, gesunden, die Menschheit beglückenden Dingen. Ja, nicht zu viel. Das Problem bei mir ist wirklich, ich nehme mir, also die letzten Jahre, ich habe mir immer viel zu viel vorgenommen. Unter anderem, dass das nächste Jahr ruhiger wird. Das klappt schon seit 10 Jahren nicht. Also irgendwie gut, ist das immer ist mehr bei allen der Running so, Game. Genau, aber nee, es klappt wirklich nicht. Also es ist irgendwie, kommen da so Highlights rein. Mein Hauptding ist, dass ich sage, ich möchte mich an den meisten Tagen der Woche anständig bewegen.
Das heißt, ich gehe entweder joggen oder ich gehe in der Klinik, haben wir einen Kraftraum, das ist grandios, das verbindet auch nett mit den Kollegen. Oder mache irgendwas anderes, Hauptsache ich bewege mich. Ich zähle mittlerweile auch Dehnen dazu, also dass ich mich wirklich anständig durchdehne, eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Ja, ich also, habe mich ein bisschen mit Ihnen beschäftigen müssen, was ein Vergnügen war. Und Sie haben einen richtigen Dehnfimmel entwickelt. Erzählen Sie mal, warum das Dehnen so wichtig ist. Ja, das Dehnen, also was ganz wichtig ist, viele denken immer, ich gehe jetzt joggen und vorher dehne ich mich, weil das eine Verletzung verhindert, oder ich spiele Fußball und vorher dehne ich mich, bringt gar nichts. Also es gibt zig Studien, die sagen, es bringt überhaupt nichts. Aufwärmen ist ja nicht Dehnen, also ein bisschen leicht warm joggen ist viel wichtiger. Das Problem, das wir jetzt alle haben, ist, wir sitzen hier und wir sitzen so mit den Beinen und wir verkürzen hier hinten in der Muskulatur, das ist eigentlich so der Schinken beim Schwein, ne? Um bei den Tieren zu bleiben. Also das sind die sogenannten Hamstrings, also oder auch einer der Muskeln heißt Bizeps femoris. Die sind dafür da, dass man eben die Hüfte streckt. Also wenn ich jetzt aufstehen will, dann müssen die aktiv werden. Jetzt sitzen wir den ganzen Tag und wenn man joggen geht, sieht man die Leute immer sich so den so, oh, hier vorne, ne, den Oberschenkel. An der Ampel, solange die rot ist. Ja. Genau, genau. Die Muskeln haben eigentlich kein Problem. Die sind ja jetzt gerade gedehnt, die sind ja gestreckt. Die hier verkürzen sich, dadurch wird der, weil die ja hier unten am Unterschenkel anpacken, der zieht die weiter nach hinten ran. Die Kniescheibe wird viel strammer übers Knie gezogen. Und wenn ich dann anfange, Sport zu machen, wundere ich mich, warum die Kniescheibe so wehtut. Mhm. Und die setzen hier hinten an. Auch wenn die sich da verkürzen, dann kippen sie, dadurch kippt das hinten das Becken weiter weg. Ich verkürze hinten im Rücken und wundere mich, warum ich Rückenschmerzen habe. Und das Schlimme ist, wir schlafen ja sogar so. Das heißt, wir sitzen nicht so, sondern wir schlafen ja auch gerne so. Ja? Also wir strecken uns eigentlich nie und diese Muskulatur, die Muskeln sind ja relativ clever, wenn die sagen, ich habe nichts zu tun, dann mache ich halt auch nichts und mache mich mal ein bisschen Wir sind ja heute, dank Frau Fröhlich, so ein bisschen das Lebenshilfe, Lebenshilfe-Talkshow. Was kann man denn machen, um das Dehnpotenzial der Menschen möglichst unkompliziert und schmerzlos zu erhöhen? Das Beste, finde ich, ist irgendwie ohne Hände telefonieren, also im Auto ja sowieso, aber wenn Sie zu Hause sind, irgendwie die kosten ja auch nicht mehr die Welt, also irgendwie Kopfhörer, die telefonieren können. Und während Sie telefonieren, können Sie, wenn Sie joggen oder so, ich finde auch Leute, die Radfahren und telefonieren, also ich würde mich als Gegenüber, ich finde das sau anstrengend, ja, also wenn da alles rauscht und Auto hupen, aber wenn Sie sagen, ich telefoniere und ich gehe ein bisschen rum und ich stelle einfach mal die Hacke auf den Boden, Hintern raus und merke, wie hinten das so langsam ein bisschen spannt, dann ist das etwas, lenkt mich nicht vom Telefonat ab und tut ja gut. Und mal so richtig eine Dreiviertelstunde durchdehnen, und da gibt es 1000 Videos online, wo man, also ich habe keine gemacht, aber wo ich die mir gerne anschaue, das ist einfach herrlich. Also ich fühle mich danach auch wirklich offener und freier und das ist irre. Also bis hin zu den Füßen. Ja, die Füße kriegen, wenn sie Glück haben, ein bisschen Shampoo-Wasser unter der Dusche ab. Das ist die Pflege, die wir den Füßen geben. Laufen den ganzen Tag drumherum. Also einfach mal die Füße durchbewegen, dehnen. Neulich muss ich jemanden behandeln mit 80, der auf dem Langstreckenflug sich überhaupt nicht bewegt hat und komischerweise, weil das einzige Medikament, das er nimmt, Zahnpasta ist, eine Thrombose entwickelt hat, wo er gesagt, ein bisschen bewegen, ein bisschen dehnen, wir hätten es verhindern können. Max, ich beobachte Sie schon eine Weile, Sie staunen so wahnsinnig. Finden Sie dehnen irgendwie komisch als Begriff? Nee, gar nicht. Zum Beispiel, was ich nämlich, was man zum Beispiel so in seinen Alltag auch gut integrieren kann, was ich immer mal wieder mache, oft vor einem Drehtag auf jeden Fall, damit ich so ein bisschen einfach schon mal in Schwung komme, morgens so ein paar, 5 Minuten, lass es 5 Minuten sein, so ein paar Dehnübungen machen, dass du einfach erstmal das aktiviert den Körper, da vorher noch ein Glas Wasser trinken, ein bisschen wach, ein bisschen fit. Und das nehme ich wie Zähneputzen. Wie sind diese Bewegungen? Ja, Max, machen Sie auch mal. Nein, auf keinen Fall. Aber tatsächlich, ich hatte auf meiner Schauspielschule, hatten wir auch einen Yoga-Kurs in einem Jahrgang. Und da habe ich am Anfang gedacht, ja, Yoga, ne, was so. Aber das Teile davon, das ist, was ich jetzt jeden Morgen, oder nicht jeden, aber immer mal wieder mache. Da gibt es den sogenannten herabschauenden Hund. Ja, und aufschauenden Hund. Und genau, das ist super. Schauender Hund, habe ich das richtig? Genau, dann machst du quasi so ein Dreieck. Also ich mache das jetzt, ich deute das nur mal so an. Das geht ungefähr so. Ja, und dann vorne runter. Wie der Hund. Das ist ja jedes Säugetier, wenn es aufsteht, dehnt sich einmal kurz durch und sagt, so, jetzt kannst du losgehen, Balli Balli. Ja? So, und was machen wir? Wir stehen auf, schluppen irgendwie rein. Also das heißt, man muss sich mal in der täglichen Routine, das haben Sie ja gerade auch so schön gesagt, Ich fahre zur Arbeit, steige aus dem Bus aus, aus dem Auto, wie auch immer, schlupp da meine 80 Meter rein, setze mich wieder, erstmal, ne? Treppe wird auch nicht gefahren, sondern idealerweise zum Fitnessclub die Rolltreppe. Also das ist schon, das sind so auch die Kleinigkeiten. Die beste Dehnübung, die ich wirklich jetzt, ich mache es jetzt vor, ist tatsächlich sich hinstellen, Hacke auf die Hacke und dann gestrecktes Bein und den Arsch so ein bisschen raus. Und dann merkt man sofort, wie das hier hinten dehnt und spannt. Und dann komme ich auch irgendwann wieder vorne an meine Füße ran, wenn ich mal versuche, hier Fingerspitzen, Füße. Weil das, das ist wirklich A und O. A und O. Applaus, also bestätigender Applaus, würde ich sagen. Ja.
Frage. Kann denn Dehnen Sport ersetzen? Ich würde mich zum Beispiel viel lieber den ganzen Tag dehnen als... Ja, das ist besser als kein Sport. Also ich finde immer, ich mache halt den, wenn ich zum Beispiel abends, ich komme fix und fertig nach Hause, irgendwie 10:30 nach so einer Talkrunde um Mitternacht, so, und denke mir, was mache ich denn jetzt? Nicht schummeln, wir zeichnen auf. Ich muss ja noch nach Hause kommen. So, und dann gehe ich halt nicht mehr joggen mit Stirnlampe und renne da wie so ein Irrer rum. Da bin ich auch nicht mehr der Typ für. Sondern dann dehne ich mich halt noch einmal durch. Und das muss auch nicht irgendwie jetzt auf der Mega-Yogamatte sein. Da reicht der normale Boden, da lege ich mich hin und drehe mich mal ein bisschen. Und es tut einfach gut. Kein Schwein macht Sport oder macht Dehnübungen, wenn es nicht gut tut. Aber es tut halt so gut. Und wir putzen uns ja auch die Zähne. Wir putzen ja nicht die Zähne, weil wir ein Loch haben, sondern Loch verhindern wollen. Und gerade beim Thema Rückenschmerzen etc., so ein paar Minuten, wie Max gesagt hat. Gut, also mir wird wirklich ganz warm ums Herz, wenn ich Sie weiter über Dehnen sprechen höre. Wir müssen, glaube ich, den paar Zuschauern, die Sie noch nicht kennen, erklären, dass Sie ein unglaublich populärer Mediziner sind, hier im Norden ganz besonders, weil Sie im NDR eine eigene Sendung haben und bald auch auf Sat.1. Und Sie können unglaublich überzeugend sprechen. Auch über Themen, die relativ unangenehm sind. Also einer ihrer Renner ist der Stuhlgang. Ja, unglaublich. Das heben wir uns für Ihren nächsten Besuch auf. Wo haben Sie diese unglaubliche Souveränität vor der Kamera gelernt? Also die habe ich nicht von Haus aus. Diesen Schnack, dass ich mit Leuten halt rede, das kommt sicherlich aus. Ich bin in Hamburg aufgewachsen und habe mich viel rumgetrieben in der Schulzeit. Muss auch von der Mutter mal minderjährig von der Davidwache abgeholt werden. Also es war eine wilde Zeit. Da musste man sich, hat man sich hauptsächlich noch verbal durchgesetzt, nicht mit Messer und Fäusten. Und ich habe einen Großteil meiner Kindheit auf dem Bauernhof in Westfalen verbracht, wo meine Mutter herkommt. Und wenn man sich da nicht verbal durchsetzen konnte, dann war man ja auch nicht mehr dabei. Also da kam die Schlagfertigkeit her. Und dann dachte ich mir in der Medizin, Mensch, ich muss den Leuten das doch erklären. Und ich hatte nie die Zeit. Also man hat ja nie die Zeit. Es sind immer nur ein paar Minuten. Und dann dachte ich mir, Mensch, Videos. Weil, also als Arzt, wenn Sie jetzt eine orthopädische Praxis haben, Sie sehen 90 Patienten am Tag, dann erklären Sie sicherlich 60 Mal Arthrose. Das ist irgendwann langweilig. Und deswegen sage ich immer, geht entweder nach der Mittagspause, ist der Arzt ein bisschen frisch, ein bisschen da, oder morgens der erste Termin. Diese Videos machen Videos. Ich verkürze ein bisschen die Geschichte, weil die... Ja, und dann habe ich mich nicht getraut und dann bin ich ins Teleshopping. Ja. Ins Teleshopping. Das schauen wir alle aus Versehen mal mitten in der Nacht. Ist erstaunlich, wie viele da schauen und wie viele SMS. Aus Versehen, ich, ne? Genau. Oh, ich sehe dich gerade zufällig. Ja, genau. Es gucken eine Menge Menschen. Es ist tolles Fernsehen, weil es gibt kein... Also hier zum Beispiel jetzt Zuschauer merken ja, die fühlen sich ja so ein bisschen dabei. Also so ist es ja auch aufgebaut. Man möchte die Leute einschließen. Beim Teleshopping möchte man die Leute nicht mal einschließen. Dann will man so nah ran. Also man greift also quasi durch den Fernseher in das Wohnzimmer rein und sagt, hallo, hallo, hier bin ich. Was haben Sie denn da verkauft beim Teleshopping? Eigentlich wollte ich gar nichts verkaufen. Ich habe das ja, als ich meine Doktorarbeit nächtelang getippt habe, immer angehabt, damit ich nicht einschlafe, neben 8 Liter Kaffee und dachte mir, das ist irgendwie cool. Und dann wollte ich die Videos machen, habe gemerkt, sie sind wirklich richtig schlecht. Also sie waren richtig schlecht. Und dann habe ich gedacht, ich muss das lernen. Und ich hatte ja als Assistenzarzt keine Kohle. Und dann habe ich gedacht, wo lerne ich denn das? Und dann hatte ich mal irgendwo auf Spiegel TV oder so eine Reportage über Teleshopping gesehen, dass die auch immer neu anwerben. Und dann habe ich so ein ganz hypertrophes Schreiben dahin geschickt, so hier, ich bin übrigens Mediziner. Und dann haben die mich wirklich eingeladen und gesagt, ja, stellen Sie sich doch mal vor. Und dann haben die mich da ausgebildet, die beiden großen Sender, die es in Deutschland gibt. Und am Ende hieß es, ja, sie haben sich auch super entwickelt. Also es war wirklich toll. Ja. Ich dachte auf einmal, geil, ich kann das. Und dann hieß es aber, ja, wir haben ja nichts für Sie. Also, aber ich komme zurück auf die Frage, was haben Sie denn letztendlich verkauft? Und dann habe ich am Ende, ich war eigentlich fein raus und dachte mir, die wollen mich gar nicht. Und dann ist leider zwischen Weihnachten und Silvester der Experte, großer Experte für gesunden Schlaf und gesunden Rücken, morgens tot auf seiner gesunden Matratze gefunden worden. Und dann haben die mich angerufen und gesagt, Herr Wilmer, jetzt brauchen wir Sie. Und dann stand ich da und habe gesagt, herzlich willkommen. Er geht seine Karriere über Leichen. Ja, ist so. Ja. Ich weiß nicht, was die gesunde Matratze gemacht hat. Auf jeden Fall war ich auf einmal gesunde Matratze. Oh Gott, ich kann mir ja schon vorstellen, was die Leute beschreiben. Also und dann stand ich da und es war Angebot der Woche. Es war ein orthopädisches Kopfkissen. Und dann habe ich ja noch gesagt, ich möchte das alles selber probieren, schickt mir das mal zu. Da kam europalettenweise Zeug, weil die Matratze, diese eine orthopädische Matratze, in jeder Größe geschickt haben. 90x100, 90x190, 100x200. Also ich hab Matratzen, ich habe die ganze Umwelt mit Matratzen ausgestattet. Alle haben ein neues Bett. Ja, die geht ganz gut. Oh, gut, danke fürs Feedback. Naja, und dann war ich auf einmal da. Gesunder Rücken, gesunder Schlaf. Waren Sie der Matratzenkönig? Aber wie, ja. Ich habe Matratzen verkauft. Und dann
Dann kam der NDR, schon klar. Ich glaube, der NDR hat Sie aber gebeten, diese Nebentätigkeit einzustellen. Nennen wir es gebeten. Aber nochmal zurück zur Matratze. Ja? Ja, darf man sich das vorstellen beim Teleshopping? Sieht man, wie viel man in real time, wie viel man gerade verkauft? Ja, also erste wichtigste Regel im Teleshopping ist, Sie haben die Hand immer am Produkt. Und während wir miteinander sprechen, habe ich die Hand am Produkt und zeige Ihnen, wie gut diese Matratze funktioniert. Und währenddessen läuft natürlich da dieser Counter runter. Ich war ja der Experte. Drücken tut der Moderator, der sagt, ui, 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 wir haben nur noch 100. Ist das gefaked? Da denke ich immer, das ist voll gefaked. Da sitzen Kanzleien, die gucken, also es gibt Anwaltsgehilfinnen und Gehilfen, die gucken diese Sendungen und achten drauf und haben dann wohl auch ein Recht auf diese Zahlen. Also diese Zahlen dürfen maximal um 10% abweichen. Das heißt, und das habe ich ja gespürt, Ausverkauf war Ausverkauf. Und das ist gar nicht so gut im Teleshopping. Wenn Sie mich ausverkaufen, dann ist Ihre Stunde durch und Sie haben nichts mehr zu verkaufen. Und dann heißt es, ja, wir bezahlen die nach Stunde, ne? Kriegen Sie Stundenlohn oder werden Sie am Umsatz beteiligt? Das hängt vom Produkt ab. Ich habe ja da eine heimliche Verehrerin. Also ich muss das, Judith Williams. Ja, weil die hat das, ich habe da keine Schuld dran, aber sie hat bekannt, dass sie mich mal heiraten wollte, obwohl wir uns nie begegnet sind. Wie macht die ich das? Ich war oft vor und nach ihr auf Sendung. Also beachtenswert, wie das macht. Also die ist ja ein Verkaufsgenie. Ne? Ja, aber die hat ja ihre eigene Linie, die produziert ja selbst. Das heißt, die verdient natürlich unmittelbar. Bei mir war es so, entweder kam der Sender und hat gesagt, hier haben wir was und mach. Und du kriegst pro Stunde dann ein paar hundert Euro. Und dann stand ich da und habe mich da abgemüht nachts um 11. Oder es gab einen Lieferanten, der gesagt hat, wir haben 30.000, 35.000 Kopfkissen. Die wollen wir loswerden. Und wenn sie es schaffen, kriegen sie noch einen Prozent von ab. So, das war dann natürlich auch interessant. Trotzdem ist es so, es ist natürlich, also sie werden unglaublich gemessen. Wie gesagt, ich wollte ja nun nicht unbedingt da on air sein für den Verkauf. Es ist das krasseste Fernsehen, das Sie sich vorstellen können. Also sie werden so an dem gemessen, was sie machen und wie sie funktionieren. Und dann rufen die Leute ja sogar an. Ich habe mich später sogar ins Callcenter gesetzt. Das ist so unmittelbar. Sie glauben, was ich da gelernt habe, setze ich in allen meinen Videos um. Das merke ich gerade. Die können sich gar nicht vorstellen, die können sich überhaupt nicht vorstellen, was wir alles angestellt haben, um einen Schnipsel, einen kleinen Ausschnitt von ihrer Tätigkeit als Matratzenkönig da zu zeigen. Wir haben auch in ihrer Familie gefragt, niemand hat das. Deswegen kann ich hier nur einen Aufruf starten. Ja. Gibt es irgendeinen Freak, der in der Nacht nichts Besseres zu tun hat, vor Jahren, als irgendwie Sie aufzunehmen? Und kann er uns einen Schnipsel schicken? Ja, wir würden das auch ohne Sie senden. Und ich möchte die jetzt Worte an meinen lieben Freund Ralf richten. Der hatte nämlich damals einen Fernseher mit so einer integrierten Festplatte und der hat eine Sendung aufgenommen. Und Ralf, wenn du das hörst, steck da den USB-Stick an, aber den Fernseher wird es gar nicht mehr. Wir setzen auf dich. Ja, ohne Ralf. Aber um das mal einzuordnen, das ist doch ein wirklich sehr lukratives Geschäft. Ne? Kommt drauf an, wenn er nach Stunden bezahlt wird, nicht. Ja, ich weiß es halt, weil die Frau eines ehemals sehr prominenten Bundesliga-Fußballers, die moderiert Teleshopping. Ich meine Frau Effenberger. Nee. Und diese Frau verdient als Moderatorin. Ich guck das manchmal. Es gibt auch eine Faszination des Grauens, muss ich bekennen. Und ich guck das gerne. Es gibt Leute, die unglaublich erfolgreich sind und reich damit geworden sind. Also die Frau verdient jedenfalls mehr als ihr Mann zu letzten Zeiten bei Bayern München. Was? Im Ernst? Ja, das ist wirklich so. Also ich glaube, ich hätte mehr damit verdient, wenn ich es weitergemacht hätte, als beim NDR. Das glaube ich auch. Das kommentieren Judith und ich lieber nicht. Aber darf ich Ihnen noch eine ganz andere Frage stellen? Sie sind noch keine 38 Jahre alt. Nee. Aber Sie zählen die Tage, bis Sie 38 werden. Warum eigentlich? Ich glaube, es fehlen noch 108. Ja, Sie reden noch kurz, ich brauche einen Schluck, sonst kann ich das nicht beantworten. 485 Tage fehlen noch bis zu Ihrem. Mein Bruder hat es anders ausgerechnet. Der hat auf den Tag genau ausgerechnet, wann unser Vater verstorben ist. Der ist mit Anfang 38 verstorben. Bei uns zu Hause. Es war schrecklich. Ich habe es alles als Kind mitbekommen. Also schlimmer kann man sich gar nicht vorstellen. Und da kann ich sagen, da ist die Kindheit zu Ende. Also das, wenn Sie das so miterlebt haben, und das war dann ja Ende der 80er, Anfang der 90er, im schönen Hamburger Westen, gerade ein neues Haus gekauft, alles auf Pump, irgendwie versucht, die Familie aufzubauen. Also meine Eltern kommen aus wirklich
kleinen Verhältnissen, haben durch Arbeit sich das alles aufgebaut und auf einmal war alles weg. Ja, nicht nur der Vater, die Frage war, können wir da überhaupt wohnen bleiben und so weiter und so fort. Und seitdem war ich halt ohne Vater. Und das war kurz vor meinem 5. Geburtstag. Und meine Mutter und 3 Kinder waren auf einmal alleine da. Und mein Bruder ist jetzt kürzlich, hatte den sozusagen diesen Punkt überschritten. Habe ich ihn am nächsten Tag auch angerufen und gesagt, Junge, sag was, bist du noch da? Und das ist einfach für mich, man nennt das in der Medizin auch so eine Art Neglect. Also es geht gar nicht darum, dass ich sage, ich sehe da nichts und es ist schwarz. Es ist einfach so, wie wenn ich jetzt hier mit den Fingern wackel, sehe ich die nicht mehr. Also es ist, ich sehe es nicht, es ist nicht da. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie ich mit 39, mit 45, geschweige denn mit 65 oder 80 aussehe, bin, gegenüber meinen Kindern bin, weil ich es auch nicht erlebt habe. Und das ist ganz, ganz schwer in vielen Momenten, gerade wenn Kinder dann in dem Alter sind, wo man selber dann damals war. Und da habe ich auch viel gute Hilfe bekommen, die aber auch, muss man sagen, auch nur bedingt was bringt. Also es ist ganz, ganz schwer und die Familie ist, wir haben eine tolle Patchwork-Familie, es sind alle sehr, sehr glücklich. Es ist nur dieser Nebel. Ja? Also ich werde jetzt dieses Jahr 37. Also Hauskauf und Rente lohnt sich für mich nicht, weil ich einfach irgendwie nicht so weit denken kann. Also es ist Schluss. Deswegen habe ich auch so viel gemacht. Also alles, was ich irgendwie machen wollte, Pilotschein, Jagdschein, Tauchschein, alle möglichen Abschlüsse, alles irgendwie gemacht, alle Erfahrungen gesammelt, Kinder, Familie etc., Traumauto in abgespeckter Version gekauft, wieder verkauft. Also... Oh Gott, damit ich, also für mich ist mit 38 beginnt eigentlich die schönste Zeit, hoffentlich. Ich danke Ihnen sehr. Danke Ihnen. Für Ihre Offenheit. Ich kann ganz gut verstehen, warum die Zuschauer Sie im Norden und nicht nur im Norden so lieben, auch wenn die Bundesärztekammer, glaube ich, nicht so Ihr bester Freund ist. Die Ärztekammer geht noch. Hamburg war auch entspannt. Die Berliner Ärztekammer hat mir das Leben zur Hölle gemacht. Das behandeln wir hoffentlich bald, wenn wir Ihnen von unseren Dehnerfolgen bei Ihrem nächsten Besuch. Herzlichen Dank, Dr. Wimmer. Beobachten, während der Film gerade lief, weil du freust dich immer noch, oder? Wenn du diese Bilder der Preisverleihung siehst. Ja, vor allem man sieht sie ja dann doch auch nicht so häufig. Und da habe ich mal reingeguckt. Aber ja klar, es war ein sehr, sehr besonderer Moment für mich. Und wir fanden es damals ganz besonders, dass du deinen ersten Talkshow-Auftritt überhaupt damals bei uns gemacht hast, bei 3 nach 9. Vor 7 Jahren war das. Wir wollen jetzt ein bisschen gucken, was ist passiert in den letzten 7 Jahren. Ist das Auto da? Ist der Führerschein da? Den Führerschein habe ich dann recht zügig gemacht. Und das Auto habe ich auch immer noch. Ich fahre aber auch viel Fahrrad. Ich muss schon wieder umsteigen jetzt. Nein, nein, muss ich nicht gewonnen, so zerronnen. Ich fahre ja auch Auto. Nein, aber genau, ich habe das Auto und immer noch und ja, fahre auch. Und du hast in der Zwischenzeit eine Schauspielausbildung gemacht. Jetzt könnte man ja sagen, der Mann hat in jungen Jahren schon den Nachwuchspreis in der Tasche gehabt, den wichtigsten eigentlich in Deutschland. Warum macht er da überhaupt noch eine Ausbildung? Jürgen Vogel hat auch keine gemacht. Ich glaube, Jan Fedder war Speditionskaufmann, aber auch kein ausgebildeter Schauspieler. Also erstmal, ich hatte ja keine Ahnung, dass ich diesen Preis bekomme und deshalb habe ich mich vorher schon beworben und kurz, das war die Woche meines Lebens, also ich habe eigentlich sogar Donnerstag davor meine letzte Runde auf der Schauspielschule in Essen gehabt und wurde abgelehnt, natürlich am Boden zerstört. Samstag habe ich dann plötzlich die goldene Kamera in der Hand und Dienstag, Mittwoch, Donnerstag war die letzte Runde auf der Schauspielschule in München, auf der Otto-Falkenberg-Schule und da haben sie mich dann auch genommen. Und dann habe ich so überlegt, so. Aber eigentlich für mich war das relativ schnell klar, dass ich das mache, weil ich bin schon so ein Typ, wenn ich was mache, dann will ich es irgendwie richtig machen und will dann auch mal irgendwie was, ja, noch mal was lernen. Ich meine, ich war und bin ja auch immer noch ein junger Typ, da kann man ja auch noch mal ein bisschen was dazu lernen und sich weiterentwickeln. Jawohl, sehr gut. Und deshalb habe ich das gemacht und es tat mir auch wirklich sehr gut. Also ich habe mich sowohl als Mensch, aber auch vor allem auch als Schauspieler und auch meine Sicht auf meine Arbeit hat sich sehr
verändert. Mhm. Ja. Es gibt eine Parallele zu Nina Hoss, glaube ich, weil Frau Hoss, Sie waren im ersten Jahr Ihres Schauspielstudiums, glaube ich, als Sie den Nachwuchspreis bekommen haben. Ne? Haben Sie jemals überlegt, die Ausbildung an den Nagel zu hängen? Nee, es war eigentlich genau wie bei dir. Also ich war während des Abiturs vorsprechen gegangen, habe gleich nach dem Abitur, wusste ich, die Schauspielschule geht weiter, fing an zu drehen, war auf der Schauspielschule und habe gedacht, warum soll ich das sein lassen? Ich kann mich hier ausprobieren, ich lerne, ich wollte auf die Bühne. Für die Bühne ist es toll, eine Ausbildung zu haben. Aber ich würde auch sagen, es bleibt jedem selbst überlassen. Also Jürgen ist ein fantastischer Schauspieler und findet einen ganz anderen Weg. Ja. Aber wenn man selber das Gefühl hat, man will sich noch ausprobieren, ohne dass man gleich begutachtet wird oder kritisiert wird oder so. Man kann unwahrscheinlich viel über sich selber entdecken in diesen 4 Jahren. Sie hatten offenbar auch einen unfassbaren Jahrgang da an der Schule. Ja. Mit Lars Eidinger, Fritz Haberland, ne? Mhm. Marc Waschke. Mhm. Muss man da auf vieles verzichten dann? Ich könnte mir vorstellen, wenn man so präsent war in den Medien mit so einem Nachwuchspreis, dann hat auch viele Angebote kommen. Und dann sitzt man aber da und sagt, ich habe leider jetzt laufendes Semester, ich kann nicht. Also bei mir war das so, dass ich habe im ersten Jahr nicht gedreht, aber dann habe ich gedreht. Und dann haben sie irgendwann zu mir gesagt, so Herr von der Grüm, jetzt müssen Sie sich mal entscheiden, wollen Sie hier auf der Schule bleiben oder wollen Sie drehen? Mhm. Und haben mir schon so ein bisschen die Pistole auf die Brust gesetzt. Und dann habe ich aber gesagt, nee, ich glaube, das tut mir gut, wenn ich jetzt mal auch dann, weil die haben dann gesagt, dann, wenn Sie hier bleiben, dürfen Sie dann aber auch bis zum Ende nicht drehen. Und dann habe ich mich dafür entschieden, also gegen das Drehen. Und das tat mir, das war so, da hat es dann so ein bisschen, was heißt Klick gemacht, aber da habe ich mich dann auch wirklich sehr viel mit Theater beschäftigt und angefangen auch mal Stücke zu lesen. Und da bin ich jetzt auch voll dabei und möchte auch sehr gerne Theater spielen. Und es war eine sehr wichtige Zeit, glaube ich, für mich, was meine Entwicklung in diese Richtung angeht. Ich habe mir das mal angeguckt. An der Otto-Falkenberg-Schule in München warst du, hast du gerade gesagt. Eine sehr renommierte Schule ist das, ja. Ich habe mir den Lehrplan angeguckt. Da steht sowas drauf wie Körperarbeit, Sprecherziehung, Stimmbildung, Gesang. Was davon hast du gar nicht gemocht? Schade, ich habe erst gedacht, was davon hast du besonders gemocht? Ich fand Singen immer, hat mir Spaß gemacht. Nein, ich fand, alles war irgendwie, ich habe auch sehr gerne so Sprechtraining, weil das war dann so richtig so, da musst du was machen und was lernen irgendwie. Und dann zum Beispiel so am Anfang. Wobei du ja als Jugendlicher schon Synchronrollen übernommen hast. Ne? Du hast schon mit deiner Stimme gearbeitet, auch vor dem Nachwuchspreis schon. Genau, aber das stimmt, aber man lernt dann doch noch einiges dazu und wie die Stimme eigentlich sein sollte und so weiter. Aber zum Beispiel, als ich neu an die Schauspielschule kam, habe ich gedacht, ja, schauen wir mal, wie lange ich hier bleibe, somit, weil dann ist es wirklich so ein bisschen so, im Körperunterricht wird dann mal so ein bisschen durch den Raum gegangen und man fühlt den Raum und so. Und da hatte ich so am Anfang so ein bisschen, Hast du gesagt, bin ich hier richtig? Genau. Okay. Und, stimmt das? Stimmt also ich habe keinen Raum gefühlt. Das sind ja vielleicht die Unterschiede zwischen München und Berlin. Das ist der Unterschied zwischen München und Berlin. Ja, also es wurde nicht so speziell gesagt, aber es hatte so manchmal so ein bisschen so ein, es wurde dann irgendwie auch anders und weniger, aber ich habe mich dann trotzdem darauf eingelassen und das einfach mal gemacht, irgendwann dann. Ja. Mhm. Jan Bülow, das ist der Darsteller von Udo Lindenberg in dem neuen Film über Udo Lindenberg. Der hat gesagt, die größte Herausforderung im Film war, mit Fremden nackt so zu tun, als habe man Sex. Lernt man sowas Konkretes auch auf einer Schauspielschule? Ja, da gibt es, genau, da hat man echt? Sex und dann natürlich nicht. Ich habe irgendwas auch anders als überlegt. Was passiert in den Jahren? Das war auch, ich habe ja auch eine kleine Sexszene im Lindenberg-Film und das war auch für mich das erste Mal. Im Film. Wie schön. Und wir waren dabei alle auf der Kinoleinwand. Nein, also natürlich vor der Kamera. Und geil. Das wird nicht besser. Ja, das ist natürlich besonders und du, ich verrenne mich da. Ich find's schön. Niemand verrennt sich so charmant wie du. Ich habe den Film natürlich gescannt, weil ich ihn schon gesehen habe und habe gesehen, du hast da auch quasi eine Nacktszene. Also du hast so einen 80er-Jahre-Schlüppi an.
Ja. Und da habe ich, für mich war es auch so ein bisschen Geschichtsunterricht, gedacht, ich war wirklich froh, dass ich noch nicht geschlechtsreif war in den 80er Jahren. Weil die rennen da wirklich alle in so einer Art, ja, wie nennt man das, so bedruckte Schlüpfer mit Eingrifftasche vor. Also, ja, du warst da doch schon quasi, ich hab keine Erinnerung am Start dran. In der Zeit. Da musst du mich eher anschauen. Ja, genau. Euch beide, glaube ich, kann ich anschauen. War das schwierig für dich? Nee, Nacktheit vor der Kamera, das geht, oder? Nee, das ist kein Problem. Nee, also tatsächlich, also man, ach, ich... Ja, also wenn es auch irgendwie der Sache dienlich ist und so. Also wenn es jetzt nicht, also wenn es irgendwie Sinn ergibt für den Film, dann ja, das ist ein ganz heikles. Nee, aber nee, das war kein Problem. Wir sind ja alles Profis am Set und. Ich wollte so gerne mit dir über Sex und über Nacktheit sprechen, weil ich auf Fuck You Goethe kommen möchte. Mhm. Den großen Kassenschlager, der ja also wirklich ganze Generationen da ins Kino geholt hat. Du bist mit diesem Film, da hast du ja Danger gespielt, glaube ich, bist du ja auf einen Schlag so richtig berühmt geworden. Ne? Also ein richtiger Leinwandstar. Wie hat sich dein Leben dadurch verändert? Also ich sag mal so, ich werde jetzt schon das eine oder andere Mal einen Tag nach einem Foto gefragt oder Autogramm. Das war so vorher nicht der Fall. Und ja, aber sonst ist eigentlich alles gleich geblieben. Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Als das letzte Mal hier warst, da hast du erzählt von dem Hotel, wo du untergebracht warst, als die goldene Kamera verliehen wurde, als du den Nachwuchspreis bekommen hast, was ja immer eine Überraschung ist. Und da hast du erzählt, dass du so ein schönes Hotelzimmer bekommen hast, dass du deine Managerin angerufen hast und gesagt hast, du, die haben sich irgendwie vertan. Ich glaube, ich habe ein Upgrade bekommen, lass mal tauschen. Du wolltest ihr das Zimmer geben. Ich glaube, das hat sich schon verändert. Oder es wird dir jetzt mehr Verwöhnung entgegengebracht und eben auch der Respekt, den man einem Star eben auch zuteil werden lässt, oder? Ja, also tatsächlich habe ich neulich, weil wir jetzt zum Beispiel gerade auf Kinotour waren, und da habe ich mir dann so gedacht, es ist schon irgendwie manchmal verrückt, so blöd klingt, in was für Hotels ich schon war, also in die ich privat eigentlich nicht gehen würde, also einfach auch aus finanziellen Gründen. Und das ist schon beeindruckend, was da oft so, ja, für einen so vorbereitet wird. Aber ich würde auch heute noch meine Agentin fragen, ob sie lieber das größere Zimmer haben möchte. Ah. Okay. Ich habe eine sehr schöne Kritik über dich gelesen, und zwar in der FAZ, eine ganz aktuelle, war im Dezember. Da stand, er wurde bekannt mit Dovi-Rollen, wie der des Danger in Fuck You Goethe, laut, prollig und nicht die hellste Kerze auf der Torte. Ich kürze jetzt ein bisschen. Jetzt kommt's, überzeugt er mit Reife. Er weiß, was er will, er weiß, wer er ist. Er scheint insgesamt ein ziemlich ruhiger und planvoller Typ zu sein. Also es war eine Lobeshymne auf dich und auch auf dich als Mensch. Naja, was man so Lobeshymne nennt. Nee, es war wirklich sehr positiv. Es war kein Verriss in keinster Weise. Nein. Es war der Versuch einer Annäherung an dich als Person und dich zu fassen, eben in diesem, was da gerade auch schon anklang, was du vorhin auch schon erzählt hast. Wenn du dir ein Ziel setzt, dann arbeitest du gerne dafür. Du bist nicht abgehoben, du bist immer noch bodenständig. Ich glaube, das vermittelt sich. Ne? Das ist nicht zu Kopf gestiegen. Nee, ich bin auf dem Teppich geblieben, auf dem roten. Nein. Was sind deine besten Eigenschaften? Ich würde behaupten, dass ich habe ein bisschen Humor. Ich bin schon auch zielstrebig und dementsprechend auch ehrgeizig. Ja, und ich kann auch gut strukturiert sein. Das sind typische Steinbock-Eigenschaften vom Sternzeichen, darf ich dir jetzt mal so sagen. Das bringt mich nämlich zum nächsten Thema. Du hattest Geburtstag, und zwar erst vor 2 Tagen. Und deshalb stoßen wir jetzt darauf an. Und zwar mit Eierlikör. Wo ist er? Oh. Ah, da ist er. So. Und wir stoßen, ich verteile das einfach jetzt mal. Ja, gerne. Ich stoße mit dem Geburtstag an. Wir stoßen deshalb mit Eierlikör an, weil Max von der Gröben eben im großen Udo Lindenberg-Film jetzt mitspielt. Und zwar heißt der Film Lindenberg, mach dein Ding. Du spielst Steffi Stephan. Ja. Welche Rolle spielte Steffi Stephan im Leben von Udo Lindenberg? Steffi Stephan ist einer der ältesten und längsten Freunde von Udo Lindenberg. Und sie haben zusammen das Panikorchester gegründet. Und ja, Steffi hat Udo immer auf seinem Weg begleitet. Und so wird es auch im Film dargestellt, auch oft mal wieder auf den richtigen Weg zurückgeholt. Und ja, war auch immer für ihn da, war einfach ein super, super Freund. Mhm.
Ihr habt euch auch mal kennengelernt, glaube ich, ne? Nina Hoss und Udo Lindenberg? Ja, aber, ja, oh Gott, ja. Aber da war ich 5. Das war der erste, ich glaube, oder noch kleiner, ich weiß gerade nicht. Das war der Gründungsparteitag der Grünen. Und er, die Grüne Raupe hieß das, glaube ich. Und er spielte und ich war ein Riesenfan. Ich habe immer der Sonderzug nach Pankow allen vorgesungen, die es nicht hören wollten. Und war ganz aufgeregt und sah ihn. Und er aus irgendeinem Grund saß er da. Und ich ging hin und ich habe noch so ein Foto, wo ich glaube, deswegen zu wissen, dass ich ihm erzähle, dass ich die Flöte spiele, auch weil ich so zeige. Auch nach dem Bild haben wir gefahren. Haben wir nicht? Auch nicht genauso wenig gefunden, ja, wie das Video von Ralf Dr. Wimmer. Ja? Das ist auch weitaus weniger schlimm als das Photoshopping. Ja, vielleicht finde ich es irgendwann. Ich weiß, aber ich erinnere mich nur dran. Ja. Also ich kenne ihn nicht, aber das war so eine Begegnung. Hast du ihn kennengelernt im Zuge der Dreharbeiten? Ja, genau. Ich habe ihn kennengelernt. Er ist ein... Ja, Entschuldigung. Er ist wirklich ein herzensguter Mensch, ist lustig, verrückt natürlich, aber wirklich sehr, sehr lieb. Und also ich meine, das ist ein Star, der nimmt sich auch Zeit für einen und wir haben gequatscht und konnte sich dann auch irgendwie wieder, als ich ihn ein paar Wochen später gesehen habe, auch an mich erinnern und sagte, hey, er wusste auch, dass ich aus Köln komme. Also der, ein toller, toller Typ. Ja. Und der Steffi Stephan, den du verkörperst, den hast du erst bei der Premiere des Films kennengelernt. Genau. Du konntest dich jetzt nicht so auseinandersetzen. Wie ist der so, weil du ihn eben einfach noch nicht kennengelernt hattest. Wie fand er den Film? War der zufrieden mit deiner Rolle, wie du es gemacht hast, wie du es angelegt hast? Er fand den Film super und hat zu mir gesagt, ich hätte ihn sehr, sehr gut vertreten in dem Film. Ah, wunderbar. Das ist doch schön. Dann würde ich sagen, stoßen wir jetzt an auf deinen Geburtstag. Max von der Gröden. Sag mal eben, wie alt du geworden bist. 28 Jahre. 28 Jahre. Herzlichen Glückwunsch, Max von Vielen Dank. Und die allerletzte Frage. Man muss sagen, also, es ist die reinste Liebe zu Max, dass wir das trinken, weil es... Schmeckt doch lecker. Es ist, es ist gewöhnungsbedürftig. Weil das Udo Lindenbergs Lieblingsgetränk ist. Ja, ja, der malt doch auch. Ja, Eierlikör. Echt? Ja, Eierlikör ist, nach, wenn du nach dem Sport so richtig groß hast. Ne, dann mal... noch vor den Dänen. Ja. Nach dem Sport, vor den Dänen. Vor den Dänen. Ich glaube, das hilft beim Stretchen. Genau, zum Fußball immer eine Flasche Eierlikör. Aber übers Eis ist halt wirklich am besten. Über Schokoladeneis, ne? Und kleiner Schlags Eierlikör. Oder Baileys. Das ist ja perfekt. Dann sag uns zum Abschluss noch mal, wenn du in 7 Jahren wiederkommst, spätestens, gerne auch schon früher, mit welchem Wunschthema? Was sehr ist deine gerne Vision? Wieder mit einem sehr schönen Projekt, hinter dem ich voll und ganz stehe. Und und dass ich auch in der Zwischenzeit auch weiterhin arbeiten durfte. Oh, schön. Max von der Grün, wie schön, dass du wieder bei uns warst. So, und wir kommen jetzt zu einer Frau, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, die in meinen Augen tatsächlich eine Heldin ist. Als im Winter 2015 die Flüchtlinge am Hauptbahnhof in München ankamen, da beschloss sie zu helfen, und zwar ganz konkret. Und zwar noch bevor die Menschen sich auf die lebensgefährliche Flucht nach Europa machen. Sie baute Schulen für Flüchtlingskinder, und zwar im Libanon. Herzlich willkommen, Jacqueline Flori. Jacqueline, ich glaube, wir alle haben die Bilder damals gesehen. Nicht nur in München kamen viele Flüchtlinge an, überall in Deutschland. Aber nicht alle haben gesagt, wir machen jetzt was, und zwar konkret. Und wir bauen jetzt Zeltschulen. Was war die Initialzündung bei dir? Also ich war generell noch nie gut darin, mir Sachen anzusehen. Aber ich glaube, so der ausschlaggebende Punkt waren tatsächlich meine Kinder. Weil wir das natürlich auch gesehen haben. Wir leben in München und wir haben zu Hause auch darüber gesprochen, dass es eigentlich viel zu spät ist, wenn wir den Menschen helfen, wenn sie schon hier sind, und dass sie eigentlich in ihrer eigenen Region diese Hilfe bräuchten. Und mein Sohn sagte dann beim Abendessen mal zu mir, ja, das ist wirklich schade, dass wir da nichts machen können. Und das fand ich total schlimm, dass, er war noch ganz klein, 6 oder 7, dass diese Generation und in dem Alter schon so eine Politikverdrossenheit und so eine Resignation empfinden und das Weltgeschehen als etwas sehen, worauf wir keinerlei Einfluss nehmen können. Und so entstand einfach die Idee, mal zu gucken, ob das denn stimmt, ob wir da wirklich nichts machen können. Und dann habe ich das Projekt an der Schule, an der Grundschule meiner Kinder gestartet, und unser Ziel war eine Schule.
eine Zeltschule dort bauen und erhalten zu können. Und seitdem hat sich das einfach immer weiterentwickelt. Du hast gerade gesagt, dein Sohn war noch klein. Du hast auch eine Tochter, zwei ja. Kinder, die war auch noch klein. Und du warst in einer sehr, sehr schwierigen Phase deines Lebens, weil ein Jahr zuvor dein Mann bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist. Ja. Woher hast du die Kraft genommen? Ich war auch 38 und mein Sohn war auch 5. Also ich habe mich gerade sehr erinnert gefühlt. Wir haben es ja gerade gehört, was das für ein Einschnitt bedeutet, auch in einem Familienleben natürlich, ja. dass die Welt einfach eine völlig andere ist danach. Wo hast du die Kraft hergenommen, in so einer Situation, dich jetzt auch noch, ich sag mal, um andere zu kümmern? Ich glaube, dass die Phase im Leben, wo man wirklich Zeit hat und wo der richtige Zeitpunkt da ist, sich um andere zu kümmern, nie da ist. Also ich glaube, jede Situation im Leben, in der man sich zu so etwas entscheidet, ist das eben auch eine Entscheidung, wo ich ganz bewusst sage, jetzt setzen wir uns mal zurück und widmen uns einem anderen Thema. Und das war für meine Kinder und mich auch sehr therapeutisch, weil wir in München, Gott sei Dank, ein Außenseiter mit dieser Erfahrung waren. In unserem direkten Bekannten- oder Freundeskreis gibt es Gott sei Dank niemand anderen, der das erlebt hat. Aber dort in den Camps war das natürlich völliger Alltag. Also es gibt keine Familie, mit der wir dort gesprochen haben, die nicht eins oder mehrere Familienmitglieder verloren hat. Und das war sehr therapeutisch für meine Kinder und mich auch. Und es schafft natürlich auch Nähe, ne? Auf jeden Fall. Sofortige Nähe. Jetzt ist es ja trotzdem so, man kann die Idee haben, wenn man so ist wie du, ich mache jetzt was, ich baue eine Zeltschule, ich gehe jetzt sammeln, aber dann muss man es ja auch umsetzen, ne? Du bist Dolmetscherin, du sprichst also Arabisch, die Sprachbarriere war jetzt nicht da, wie sie vielleicht bei mir da wäre, aber trotzdem muss man ja irgendwie anfangen. Wie hast du das gemacht? Indem wir erstmal Geld gesammelt haben. Also von der Idee bis zur ersten Zeltschule sind 8 lange, lange Monate vergangen, weil das Geld, die 10.000 Euro... Ich finde, das ist eine relativ kurze Zeit, aber wirklich, in deinem Leben ist es mir lang. Mir kam es endlos lang vor. Und das waren auch die am schwierigsten zu sammelnden 10.000 Euro an Spendengelder in der Geschichte, weil wir einfach nichts vorzuweisen hatten, außer dieser verrückten Idee. Ja. Und zu Recht haben mir ganz viele Leute gesagt, spinnst du, wie soll denn das gehen? Und könnte ja jeder kommen und eine Schule bauen. Und das war ganz schwer, Menschen dazu zu bringen, zu sagen, ja, okay, ich unterstütze das mal und wir schauen mal, was passiert. Und wir hatten dann das große Glück, als wir dann nach 8 Monaten das Geld zusammen hatten, dass der BR auf einige unserer Aktionen aufmerksam geworden ist. Der Bayerische Rundfunk. Genau. Mhm. Und gesagt hat, wir schicken dir eine Journalistin mit, die das filmt, wie ihr da die erste Zeltschule baut. Und das war dann erstmal eine, weil ich wusste ja selber auch nicht, ob es klappt. Ich musste natürlich immer die sein, die zu allen anderen sagt, doch, und vertraut mir, das wird was. Aber ich wusste es ja natürlich auch nicht. Und es wurde dann aber Gott sei Dank etwas. Und dadurch, dass es darüber dann eine 3-teilige Dokumentation gab, hat das Gott sei Dank ganz viele andere Menschen dazu motiviert zu spenden. Und so konnten wir einfach weitermachen. Wir haben Bilder. Wir haben die Bilder. Also das ist Gott sei Dank etwas, was wir dann bekommen konnten. Und zwar die Bilder von der Journalistin vom BR. Die gibt es noch und die können wir jetzt auch zeigen, wie diese erste Zeltschule entstanden ist. Vielleicht magst du uns erzählen, unter welchen Umständen die Menschen dort vor Ort im Libanon leben. Das sind ja syrische Flüchtlinge. Das sind syrische Flüchtlinge in der BK-Ebene. Unsere erste Schule, die Giraffenschule, ist ungefähr 10 Kilometer von der syrischen Grenze entfernt. Das war der letzte Tag des Schulbaus, der Eröffnungstag. Da haben wir die Schulrucksäcke verteilt. Jedes Kind hat einen Schulrucksack gefüllt mit Heften, Stifte, Zahnpasta, Vitamintabletten bekommen. Mhm. Und das war unser Eröffnungstag der ersten Schule. Du tust mit diesem Projekt auch etwas gegen Kinderarbeit. Dieser Zusammenhang erschließt sich nicht sofort. Ja. Warum? Weil es erwachsenen syrischen Flüchtlingen im Libanon verboten ist, zu arbeiten. Das heißt, sie kommen über die Grenze, sie lassen sich in diesen provisorischen Zeltlagern nieder. Sie bekommen keinerlei Unterstützung vom libanesischen Staat. Sie dürfen aber auch nicht arbeiten gehen. Das heißt, sie kommen ins Land und müssen eigentlich verhungern. Das Einzige, das Schlupfloch, das sich der Libanon gelassen hat, ist, dass es nur den erwachsenen syrischen Flüchtlingen verboten ist, zu arbeiten. Das heißt, die BK-Ebene ist ein unglaublich fruchtbares Gebiet. Das war schon zu Zeiten der Römer die Kornkammer der ganzen Region.
Und dort wächst alles, dort wird alles angebaut, was man sich vorstellen kann. Und die syrischen Kinder sind natürlich die allerbilligsten Arbeitskräfte, die man sich denken kann. Und deswegen ist es in den über 2000 wilden Camps, die es dort gibt, also wilde Camps sind Camps, die von keiner internationalen Organisation betreut werden. Das sind teilweise 30 Zelte, teilweise auch mehrere hundert Zelte. Ja, genau. Es ist so, dass da morgens um 6 ein Laster vorfährt und alle Kinder, die 9 Jahre oder älter sind, steigen in diesen Laster ein, werden auf ein Feld gebracht, wo an diesem Tag etwas gemacht werden muss, arbeiten da 10 bis 12 Stunden in sengender Hitze. In der BK-Ebene hat es von März bis Ende Oktober über 40 Grad. Mhm. Und wenn sie am Abend wieder in ihr Camp zurückgefahren werden, bekommt jedes Kind so um die $3. Von diesen $3 wird ihnen dann erstmal die Hälfte abgenommen vom Campbesitzer, denn jede syrische Familie muss für dieses provisorische, windige Zelt, in dem die Familie lebt, ohne Strom, ohne Wasser, ohne alles, Miete bezahlen. Mhm. Und da die Campbesitzer wissen, dass die Erwachsenen kein Geld verdienen können, nehmen sie sich diese Miete von den Kindern. Und der Rest, der dann noch bleibt, wird dafür verwandt, die Familie zu ernähren. Das heißt, wenn wir die Menschen nicht versorgen würden, wäre der Schulbau völlig sinnlos, weil die Kinder den ganzen Tag bei der Feldarbeit sind. Auf den Punkt wollte ich gerade hinaus, weil du hast dann gemerkt, wir müssen den irgendwie das ersetzen, diesen 1,50 Dollar, den sie von ihren Kindern normalerweise bekommen hätten, mit dem sie ihr Essen kaufen können. Ja. Und das heißt, ihr versorgt mittlerweile auch die ganzen Familien, ne? Genau, wir versorgen nicht nur die Schulkinder, sondern auch alle Familienmitglieder, die mit ihnen geflohen sind, mit Nahrungsmitteln. Wir bezahlen die Miete für deren Wohnzelte und alles, was einfach in diesen Campgemeinschaften an anderen Problemen auftaucht, wenn ein Kind chronisch krank wird oder ähnliches. Jetzt im Winter ist es wahnsinnig, weil die Zelte keine Möbel haben. Die Menschen schlafen auf dem Boden in den Zelten. Es hat es aber letzte Woche in der BK-Ebene angefangen zu schneien. Das heißt, es ist eiskalt dort. Also wir brauchen ganz viel Feuerholz, wir brauchen Öfen für die Wohnzelte. Alles das müssen wir übernehmen, damit die Kinder nicht arbeiten gehen müssen. Wie viele Menschen hilfst du mittlerweile? 15.000. Wir schauen uns das mal an. Ja. Wir schauen uns das mal an auf einer Karte. Vielleicht magst du uns einmal sagen, wo du überall Zeltschulen gebaut hast. Das ist mein Sprung jetzt von Bremen in das libanesisch-syrische Grenzgebiet. Genau, wir haben im Libanon um Barelias, um die Stadt herum, haben wir 12 Zeltschulen. Mhm. Und wir haben in Idlib 2 Schulen, also auf der syrischen Seite. Mhm. Und wir haben in Homs 3 Kellerschulen, in zerbombten Gebäuden, wo die Keller aber noch intakt sind. Mhm. Magst du uns was über Jamilie erzählen? Jetzt, wo wir diese abstrakten Zahlen gehört haben, würde ich es gerne noch mal so einmal ganz konkret machen. Jamilie ist ein Mädchen, ne? Jamilie ist ein Mädchen, ja. Ich habe ganz, ganz viele persönliche Beziehungen in die Camps natürlich mittlerweile. Viele dieser Kinder sind mit meinen aufgewachsen, weil meine Kinder mich immer dorthin begleiten. Und Jamilie ist ein Mädchen aus unserem Löwencamp, das wir auch beim Schulbau kennengelernt haben und die damals noch ganz klein war. Und Jamilie hat selbst ihre Mutter verloren. Und ihre Mutter war in Syrien aber die Versorgerin der Familie, weil ihr Vater nach einer schweren Augenkrankheit erblindet ist. Und die Mutter ist bei Bombardements in Syrien ums Leben gekommen. Und daraufhin hat ein Onkel den blinden Vater und Jamilie und ihren kleineren Bruder Hamoudi in den Libanon gebracht, musste aber dann selbst zurück zu seiner eigenen Familie. Und Jamilie ist mit 5 Jahren eigentlich so in diese Rolle der Versorgerin für den Vater und den kleineren Bruder reingerutscht. Und ich habe sie am ersten Tag im Camp kennengelernt. Ich versuche mit allen Familien zu sprechen in der Zeit, während wir die Schule bauen und einfach für mich herauszufinden, wo welche Bedürfnisse da sind. Und Jamilie ist seitdem sehr eng mit unserer Familie verbunden, sehr eng mit meiner Tochter auch befreundet. Und das ist einfach eins dieser Kinder und eins dieser Geschichten, die einen nicht loslassen. Du nimmst deine eigenen Kinder auch mit, ne? Wenn du hinfährst, um zu helfen. Ja. Hast du keine Angst? Weil das ist ja durchaus auch eine Krisenregion, ne? Also ich habe vor ganz vielen Dingen Angst. Ich habe davor Angst, dass wir nicht mehr genügend Spendengelder bekommen und wir Schulen schließen müssen oder dass wir irgendjemandem nicht helfen können in einer Notsituation. Aber vor dem Libanon habe ich keine Angst. Der Libanon ist zur zweiten Heimat für uns geworden. Der Libanon ist mein Jakobsweg geworden.
Das ist etwas, was schwer ist und schmerzhaft. Und an ganz vielen Tagen ist das Ziel in unerreichbarer Ferne. Aber man setzt einen Fuß vor den anderen. Nee, Angst habe ich vor dem Libanon nicht. Mal was zu sagen. Wir sind damals mit der Kirchengemeinde, da war ich gerade in der dritten Klasse, glaube ich. Wir hatten eine Partnerschule in Simbabwe. Und meine Mutter ist über die Kirchengemeinde mit uns dahin. Also das waren am Ende 30, 40 Leute. Wir hatten Spenden von St. Pauli, Trikots, Bälle. Wir haben selber gesammelt. Wir haben vorher eben auch Spenden, also wirklich Geld eingesammelt. Und dann sind wir dahin und hatten jeder ein Partnerkind. Also nicht Patenkind, man sieht das nicht, sondern wir waren wirklich da. Und das, was ich als Kind erfahren habe und was so toll war, diese Verbundenheit und da zu sein, das begleitet mich bis heute so sehr, dass ich eben auch immer wieder versuche, jedes Jahr ein anderes Projekt zu fördern und auch irgendwie dahin zu kommen. Und das ist, glaube ich, das Beste, was Sie Ihren Kindern mitgeben können, weil wenn man das nicht erfahren hat und nicht mal gesehen hat und mal sozusagen auch mal riecht und sieht und schmeckt, wie es da ist und weiß, was es bedeutet, wenn eine Familie sich in einer Woche von einem Huhn ernährt, dann kriegt man auch kein Gefühl, was 50 Euro sind, die man spendet. Dann hat man ein Gefühl. Und das finde ich ganz toll, dass Sie das machen und die Kinder damit hinnehmen. Und ich glaube, Sie bereichern die unglaublich. Vielen ganz Dank. Vor allen Dingen tust du natürlich was auch letztlich für den Wiederaufbau des Landes, der ja irgendwann stattfinden muss. Ja. Also wenn wir irgendwann Frieden haben, dann ist das ein zerbombtes Land, wo es keine Infrastruktur gibt, wo es gar nichts gibt. Und dann haben wir eine Generation von jungen Leuten, die das Land wieder aufbauen sollen, die Analphabeten sind. Genau, diese ganze Generation ist verloren. Ja. Jetzt mit dir ist die Hoffnung eben da, zumindest im Rahmen der Möglichkeiten, die du finanziell hast, eben Alphabetisierung mitzugeben für Mädchen und für Jungs. Ja. Ihr arbeitet, glaube ich, im Schichtsystem, um die ganzen Kinder auch unterrichten zu können. Ja, das heißt, 4 Stunden, glaube ich, pro Tag. 4 Stunden pro Tag hat jedes Kind Unterricht, keine Ferien. Ja, das ist immer ganz schockierend, wenn ich Vorträge an deutschen Schulen halte und den Kindern sage, es gibt bei uns keine Ferien. Da ist es eine Minute totenstill im Saal. Aber es ist so, dass die Camps so voll sind, dass es wirklich keinen Platz gibt, große Schulen, große Zelte zu bauen. Und wir könnten uns das auch nicht leisten, denn wir müssen für das Grundstück, das unsere Zeltschulen einnehmen, natürlich auch Miete bezahlen. Deswegen sind unsere Schulen relativ klein. Und weil es aber so viele Kinder in den Camps gibt, unterrichten wir in diesen Schulen dann im Schichtbetrieb. Das heißt, die Pflicht, die Schulpflicht, sowohl im Libanon wie in Syrien, ist von 5 bis 14 Jahren und die decken wir voll ab. Und die Kleinen haben vormittags 4 Stunden Unterricht, die Mittleren nachmittags und die Großen am Abend. Und wir brauchen auch tatsächlich Anwesenheitslisten, so wie in deutschen Schulen auch. Aber nicht, weil wir Angst haben, dass jemand schwänzt, sondern weil die Lehrer wirklich aufpassen müssen, dass nicht Kinder, die vormittags schon da waren, nachmittags nicht nochmal kommen. So wichtig, freiwillig, so wichtig ist den Kindern diese Schule. Ja. Super. So, und wer jetzt denkt, zu Hause am Bildschirm, das finde ich toll, da würde ich gerne helfen, dem lege ich unsere Internetseite zum Beispiel ans Herz. Bei 3 nach 9 finden Sie alle Informationen und man kann sich natürlich auch bei Zeltschule e.V. erkundigen. Ja. Vielleicht erschließt sich jetzt, warum ich anfangs gesagt habe, dass diese Frau eine Heldin ist für mich. Nina, Sie sind gerade vor dem eigenen Nein erschrocken. Warum? Nee, ich war nur so, der Ausschnitt, okay. Ein ganz toller Ausschnitt, wenn man mit einem Wort so viel sagen kann. Ach so, diese Situation ist eben relativ unangenehm, wie man ja so gleich merkt, weil sie etwas, die Figur, die ich da spiele, zu weit geht, übergriffig wird. Eigentlich aus dem Grund, dass sie mit sich selber nicht im Reinen ist und aus der Balance geraten ist und mit sich unzufrieden ist und auch nie zufrieden sein kann und eigentlich noch mal was wagen wollte im Leben und überträgt das jetzt auf den Studenten, weil sie jetzt will, dass er reüssiert. Und so. Und deswegen ist das so, oh Gott. Sie waren das letzte Mal hier vor 18 Jahren und davor vor 20 Jahren. Da waren Sie noch jünger als Max von der Grüben heute ist. Und als Sie das erste Mal hier waren, also vor ziemlich genau 20 Jahren, können Sie sich erinnern, dass Angela Merkel Gast war? Ja, das war zur Zeit der Spendenaffäre. Auf dem Höhepunkt der Spendenaffäre, wo sie sich um Aufklärung bemühte. Und haben Sie eine Erinnerung an sie, wie sie da auf sie gewirkt hat?
Ich fand sie da ehrlich gesagt sehr sympathisch. Ich fand sie aber auch irgendwie rührend, wie sie da versuchte rauszukommen. Und es klappte nicht so wirklich, weil ich mir dachte, sollen wir jetzt Mitleid haben? Ich glaube, ich habe sogar gesagt. Mhm. War ungefähr wie das Nein da. Nein, aber ich habe sie ehrlich gesagt als sehr sympathisch auch davor und danach sehr auch zugänglich, quirlig, humorvoll, tolle Frau erlebt. Mhm. Aber da dachte ich einfach, ja, da kommt man jetzt nicht raus. Also Wissen Sie, woran ich mich erinnere, besonders bei dieser Sendung, dass wir hinterher zusammensaßen, so wie nach jeder Sendung, es gab was zu essen und zu trinken, und dann fragte ein anderer Gast dieser Sendung, Angela Merkel, sagen Sie mal, wenn Sie sich mit so einer mächtigen Person wie Helmut Kohl anlegen, haben Sie da nicht Angst? Mhm. Jetzt darf ich aber nicht sagen, was sie geantwortet hat, aber die Frage war so gut. Jetzt möchte natürlich jeder diese Antwort. Ja. Was ist das denn? Ist das aber ich finde, off the record ist off the record. Ja. Es gibt, nein, das war ja nach der Sendung. Es gibt keinen Angst. Es war toll. Also, Sie machen sich so rar in Sendungen, ja, dass ich beinahe versucht bin, mit der blödsten Frage anzufangen, die man überhaupt in einer Talkshow stellen kann, nämlich, wie geht's Ihnen? Gut. Das ist so schön. Ja, ich bin viel unterwegs. Vielleicht deswegen komm ich hier nicht so oft an. Nein, nicht nur hier, sondern auch in anderen Sendungen. Sie machen wenig Zirkus mit. Ja, aber das ist gar nicht so bewusst eigentlich. Oder vielleicht ist es auch bewusst. Aber es ist, ich habe viel Theater gespielt. Da wird man dann nicht so oft hier eingeladen für Theaterstücke. Und ich würde sagen, dass Theaterstück der Welt hier hinkommen dürfen. Herzlich eingeladen. Immer. Nein, also aber, ich weiß auch nicht. Vielleicht hat es auch was mit euch zu tun. Ich weiß nicht. Dass sie kommen. Also. Nee, dass ihr mich nicht einladet. Also nein. Wir versuchen es immer wieder. Und also, Sie haben fantastische Sachen gemacht in der Zwischenzeit, auch in großen Serien mitgespielt, wie Homeland. Und Sie sind jetzt, neuerdings dürfen Sie mitbestimmen, wer den Oscar gewinnt. Mhm. Das hat mich echt umgehauen. Mhm, mich auch. Ja? Ja. Wie kommt da ein Brief an oder wie ist das? Nein, das war, ich habe das aus der Presse erfahren. Und hab dann meine Agentin angerufen. Also ich meine, ich bin jetzt anscheinend in der Oscar-Akademie. Stimmt das? Oder ich weiß von nichts. Und dann haben die so alle Fühler ausgestreckt. Ich wusste dann, dass Sebastian Koch auch gewählt wurde. Dann habe ich ihn angerufen und gesagt, hast du da was bekommen? Und er hatte was. Dann dachte ich, na, dann stimmt das nicht. Dann ist das irgendeine Witzmeldung. Und dann war das aber so. Aber der Brief ist bis heute... Doch, ich habe sie bekommen. Das ist wirklich, das war wirklich ein großer Moment, weil man auch nicht genau weiß, woher das jetzt kommt. Wieso? Wer wählt einen? Was? Toll. Und was muss man jetzt dafür tun? Wählen. Es ist letztendlich wie in jeder Akademie auch. Also aber ich glaube, die meisten Menschen, die uns zuschauen, die wissen nicht, wie es in der Akademie zugeht. Ja. Nein, man ist Teil dieser Mitglieder. Das sind ja, ich glaube, bei der Oscar-Akademie 9000 inzwischen. Ich dachte, über 800, die da mitspielen, mitstimmen können. Also es sind über 800 auf jeden Fall. Ja, sage ich. Ja, aber ich dachte 9000. Aber okay, ich weiß es nicht genau. Das hat mir jemand erzählt. Also es ist leicht über 800. Und schlussendlich, du kriegst jeden Tag, hatte ich wirklich ab einem gewissen Zeitpunkt jeden Tag einen neuen Film im Briefkasten, wie Weihnachten. Also weil ich liebe Filme gucken und liebe Filme zu machen. Und also das war großartig. Und dann guckst du, sage ich, ungefähr 84 Filme. Mhm. Und dann wählt, ich glaube, also weil ich konnte nur über die Darsteller, über bester Film, beste Regie, glaube ich, abstimmen. Und dann kommt das alles in einen großen Pott. Also jedes Department stimmt über sein Fach ab. Und dann kommt es in einen großen Pott. Und jetzt gibt es die Vornominierten. Und ist das? Und jetzt stimmen wir alle über alles ab. Ist Ihnen die Wahl schwer gefallen? Ja. Ja? Aber Sie dürfen wahrscheinlich nicht sagen. Nein, ich darf gar nicht. Ich habe einen Disclaimer. Sie dürfen nicht darüber reden. So machen wir die Sendung jetzt vor Ort. Lauter Sachen, die wir nicht sagen. Ja, ich habe damit angefangen. Nein, also es ist, es ist aufregend. Es ist auch aufregend zu sehen, was dann letztendlich vorkommt und was nicht. Und dass man da irgendwie so einen Mini-Teil dran hat, ist schon enorm, eine enorme Ehre. Ja. Dürfen Sie auch bei der Feier dabei sein?
Ich dürfte ja. Ich müsste mein Ticket aber selber kaufen. Oh, das mache ich jetzt nicht. Okay. Vielleicht irgendwann. Also wir werden nicht hinfahren. Nee. Also nicht nur Max von der Gröben hatte Geburtstag, sondern die Grünen hatten auch in der vergangenen Woche eine große Feier. Und ich erwähne das deswegen, weil Nina Hoss Vater die Grünen mitgegründet hat. Mhm. Und sie haben auch gerade angedeutet im Zusammenhang mit Udo Lindenberg, dass Sie sehen, das verschiebt sich von Generation zu Generation, die Udos, dass Sie bei der Gründungsversammlung dabei waren. Wie waren denn diese Versammlungen der Grünen nach Ihrer Erinnerung, zu denen Sie Ihre Eltern mitgeschleppt haben? Bunt. Also ich war wirklich klein und ich hatte da mein Mahlzeug mit und saß da an einem dieser ewig langen Tische. Das weiß ich noch, wo die Leute teilweise haben sie gestrickt und diese Bilder, die man ja noch so kennt, das war auch so. Und da waren eben auch Kinder dabei und so. Aber ich saß immer neben meinem Vater und habe dann gemalt. Und dann ab und zu durfte ich eben den Stimmzettel hochhalten. So, das fand ich natürlich wahnsinnig aufregend, wenn er dann abgestimmt hat. Das war der Beginn der Abstimmungskarriere. Ja, bei meiner Abstimmung, ja, stimmt. Ja. Oh Gott. Ja. Von den Grünen zum Oscar, ja. Von den Grünen zum Oscar. Ach, zu viel Zeit. Ich weiß gar nicht. Ja, okay. Ja. Und haben Ihre Eltern Ihnen auch versucht beizubringen, was ein nachhaltiges, gutes Leben ist? Ja, ich finde es ist ja, wir reden ja auch alle die ganze Zeit darüber. Was ich so toll fand an meinem Vater, der sich tatsächlich sein Leben lang, ich würde ihn immer so als sanften Rebellen bezeichnen, der hat immer, ich würde sagen, die Umweltfrage mit der sozialen Frage verbunden. Das war sein Thema von Anfang an. Denn er war Betriebsrat beim Daimler. Ja, er war aber nicht bei der großen IG Metall, sondern er hatte auch da schon seine eigene Gewerkschaftsgruppe, ne? Ja, gegründet. Und so. Also er war immer so, hat gegen den Strom angeschwommen, aber nie auf eine eben predigende Art und Weise, auf eine doktrinäre Art und Weise, sondern im Gegenteil. Er hat mir immer den Satz gesagt, ich sag dir das jetzt so, ich verstehe das in diesem Moment so und wenn ich dich damit überzeuge, ist es gut, aber geh noch mal, kannst ja noch mal 10 Minuten nachdenken, vielleicht findest du es gar nicht richtig. Mhm. Also es war immer so ein, ich bin jetzt in diesem Erkenntnisstand und ich arbeite daran, ich habe Erfahrungen, ich sammle Erfahrungen mit Menschen und ich versuche sie zu organisieren, er hat im Amazonas gearbeitet, und hat dort auch versucht, ihn nicht hinzukommen und zu sagen, ihr dürft den Regenwald nicht abroden, weil davon leben die Menschen, sondern zusammen einen Weg zu finden, wie kann man den Regenwald anders strukturieren, sodass ihr davon leben könnt. Ihr könnt also auch Weizen anbauen oder Mais oder was sie da tun, aber eben auch selber von der Mango leben, die ihr dazwischen setzt, sodass der Boden, die Humusschicht weiter Nährstoffe hat. Und so. Also all diese Dinge, das sind so... Aber hat er als guter Daimler-Mitarbeiter auch selber eingefahren? Was heißt Mercedes? Ja, seid das ist da? Ja das. Das ist ja, weswegen ich nicht so Angst habe vor dem, wie man auf Englisch sagt, Hypocrite, ja, also wie sagt man das eigentlich? Verlogenheit. Ja, so eine Doppelmoral. Ja, ich war zum Beispiel immer als Kind, saß ich im Auto und die Grünen hatten immer groß die Fahne hochgehalten, 100, ne? 100, wo ich jetzt inzwischen absolut für bin, aber ich saß hinten und er fuhr dann 130, sagen wir mal. Mhm. Und ich meine, nein, die Grünen sagen doch, es ist 100 und du fährst 130. Sagten Sie. Sagte ich. Also, und er war immer so, ach ja. Und, also er war nie verbissen in dem Kampf und in dem Ring darum. Deswegen ist es ja auch, man darf sich nicht verhärten. Aber ich finde inzwischen, wir haben nicht mehr so viel Zeit. Genau. Das ist mein Problem. Ich finde, wir haben nicht mehr viel Zeit. Und deswegen, wir müssen das ein bisschen... Heute hat der VW-Vorstand, habe ich gelesen, gesagt, egal, der VW muss sich komplett umstrukturieren. Sie müssen radikaler werden. Das muss schneller gehen, sonst geht dieser Konzern unter. Ich finde, das müssen wir mit dem Klima einfach auch alle machen. Sie haben mit großer... Richtig. Bewunderung und Anerkennung und ja auch Liebe von ihrem Vater gesprochen. Aber ihre Mutter muss auch eine ganz tolle Person gewesen sein. Ja. Auch wenn sie ihn ab und zu an der Kasse vom Supermarkt das ein oder andere abgewöhnen wollte. Dagegen haben Sie aber rebelliert. Ach so. Ja, es ist so witzig wegen diesem Verzichten. Ja. Weil meine Eltern mich dann schon wahrscheinlich... Ich bin sehr so aufgewachsen,
sei dir bewusst, was du da bekommst, wenn du an Weihnachten so viele Geschenke hast. Ich als Kind, ich war glücklich über eine Orange und so. Und ich habe irgendwann gedacht, also, weißt du, ja, das ist mir wirklich irgendwie. Und an der Kasse stand ich eben, meine Mutter stand da und im Supermarkt. Und dann sind ja da immer diese Süßigkeiten so geschickt aufgefahren. Und ich wollte da irgend so einen Riegel haben. Und meine Mutter drehte sich um und ich habe nur so ganz laut geschrien, ich kann das Wort Verzichten nicht mehr hören. Und meine Mutter so, oh mein Gott, sie hat mir ganz schnell diesen Riegel natürlich. Und hat sie gelacht? Ja, sie hat gelacht, weil das war natürlich zu niedlich irgendwie. Aber ja. Ich habe auch... das meine ich, im Kampf immer den Humor bewahren, wirklich. Also, aber ihre Mutter war auch eine Rebellin, nicht nur ihr Vater. Ja, meine Mutter war auch eine Vorreiterin. Sie war, glaube ich, die zweite Intendantin eines Theaters in Deutschland. Mhm. Und sie hat schon... Die hat kräftig gekämpft mit Oberbürgermeistern und Männern, die ihr sagen wollten, wie man es machen muss. Stimmt es, dass sie auch mal gegen einen Lehrer rebelliert hatte, der ihr vorschreiben wollte, wie sie auszusehen hatte? Ja. Ja, das war ja, glaube ich, so in die Wiege gelegt. Sie hat, sie wusste, glaube ich, relativ früh, dass sie auch was Künstlerisches machen wollte oder zumindest aus dieser Enge des norddeutschen Dorfes irgendwie raus wollte und hat sich geschminkt, wie das in den 60ern, so Ende der 50er so war. 60er. Und hatte diese riesen Striche und diese Hochfrisur da mit Seife hochgetürmt und so. Und der Lehrer kam, wie das damals auch dann so war, und hat den Schwamm genommen, hat den getunkt in Wasser und ist gekommen und hat ihr das so abgestrichen. Und dann ist sie aufgestanden, ist in die Toilette gegangen, hat sich es wieder ganz minutiös nachgezogen. Und ist wieder in den Unterricht gegangen. War nicht einfach, glaube ich. Ja. Sind Sie mehr nach Ihrer Mama gegangen oder haben Sie auch mal mit dem Gedanken gespielt, in die Politik zu gehen? Nicht wirklich. Nee. Nicht wirklich. Was fehlt Ihnen, um in die Politik zu gehen? Ich habe die Geduld nicht. Gute Antwort. Ja. Ehrlich. Nein, ich glaube, das ist so, man muss so ringen und man muss um sein Thema durchzubringen. Mehrheiten finden. Ja, man muss die Ruhe bewahren, man muss überzeugen können, man muss ja aushalten können, dass andere Meinungen haben und man muss überzeugen können. Und ich glaube, ich würde einfach wahnsinnig werden, ich hätte die Geduld nicht. Mhm. Ja. Sie haben in einem Interview mit einer großen Wochenzeitung gesagt, die Leute haben verlernt zu diskutieren. Was heißt das? Nein, ja, ich weiß, das sind ja immer so Sätze, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Leute oder dass wir alle nicht so gerne diskutieren, dass man eher, dass man nicht mehr akzeptieren möchte, dass der andere eine andere Meinung hat und dass das okay ist. Und dass man dann guckt, wie können wir denn da zusammenkommen? Und ja, welche Erfahrung bringt dich denn zu dieser Meinung? Dann muss ich die auch erstmal ernst nehmen und dann in Austausch kommen. Und jetzt wird es immer mehr, und das ist ja nicht nur bei uns so, ich finde das eigentlich weltweit, dass das so in so Hassbegegnungen ausartet. Also, dass man sich in so verschiedene Ecken stellt und aus denen auch nicht mehr raus will. Und so. Ich finde, oder den einfach anderen die Atmosphäre etwas beklemmt. Oder in den anderen in eine Ecke schiebt, noch bevor er richtig den Mund aufgemacht hat. Ja, das hat nämlich einen großen Vorteil. Mhm. Dann brauchst du dich nicht mehr mit dem Argument auseinanderzusetzen, wenn er schon den Stempel drauf hat. Mhm. Ja, auch, oder es ist auch schwer, aus den Stempel abzulegen dann. Ja. Ja. Mhm. Ich finde es ganz wunderbar, dass Sie so eine große Schauspielerin sind, aber ein bisschen schade schon, dass Sie nicht stärker politisch aktiv sind. Ich glaube, Sie könnten was bewegen. Nina, vielen Dank. Ich höre eine starke Agenda. Vielen Dank für die Frage. Nächste Woche im Kino. Der Film, der Vorspiel, es lohnt sich sehr. Hat mir sehr gut gefallen. Ja. Jetzt klatschen wir noch mal, oder? Ja, das hab, ja. Was war? Nein. Oder? Den Film? Ich habe gerade. Der Film ist auch gut, echt. Ja. Nee, das ist so untergegangen. Ich habe es nicht verstanden, was du gesagt hast. Applaus untergegangen. Ja. Alles gut. Okay, dann kommen wir jetzt ohne Umschweife zu unseren nächsten Gästen. Und zwar zu diesen beiden Knallern, die hier gemeinsam auf dem Sofa sitzen. Er ist Produzent, Autor, Filmemacher und Talkkollege. Sie ist Journalistin, Autorin, ehemalige Chefredakteurin der Frauenzeitschrift Emotion und eine der sympathischsten Frauen, die ich zumindest kenne. Sage ich jetzt mal so. Hättest du sie doch nicht geheiratet. Das stimmt, genau. Herzlich willkommen, Dorothee Röhrig und Hubertus Meyer.
Hubertus, du sagst gerne, dass Frauen per se die interessanteren Gesprächspartner sind. Soll ich mich deshalb zuerst mit Dorothee unterhalten? Ja. Aber sag uns vorher noch, wie du darauf kommst. Warum? Meine Beobachtung ist, natürlich gibt es unheimlich viele Ausnahmen, dass sich Männer häufig sehr über die Funktion definieren und Frauen mehr über die Person. Und ich unterhalte mich einfach lieber mit Personen als mit Funktionären. Mhm. Siehst du das auch so? Ist das deine Erfahrung auch, Dorothee? Also ich höre das jetzt schon sehr oft von Ihnen. Mittlerweile glaubst du es auch, weil du es ist schon rein. Nein, aber natürlich nicht. Also ich bin nach wie vor sehr an Gesprächen mit Männern interessiert. Also auch wenn du das jetzt. Ja, aber die Frage ging ja an mich. Also nicht nur die Gespräche mit Männern und Frauen sind unterschiedlich, auch die Freundschaften zwischen Männern und Frauen sind unterschiedlich. Das ist richtig. Was mir so richtig bewusst geworden ist, seitdem ich dein Buch gelesen habe, du schreibst über Frauenfreundschaften und darüber, also eigentlich über den Punkt, wenn sie kaputt gehen, wenn sie in die Brüche gehen und analysierst daran dann auch, was sie eigentlich so besonders gemacht hat, wie es dazu kommen konnte. Warum unterscheiden sich Frauenfreundschaften von denen, die Männer führen? Mir war das vorher auch nicht so klar. Also bevor ich das Buch schrieb, habe ich darüber auch ehrlich gesagt nicht so wirklich nachgedacht. Aber im Schreiben und im Nachdenken darüber haben sich also wirklich Gräben aufgetan, Welten, wobei ich nicht über Männerfreundschaften geschrieben habe, sondern über uns Frauen. Aber das wäre auch ein dünnes Buch geworden. Darüber schon die Vorlage, da können wir gleich noch drüber reden. Ja. Es ging aus von einer persönlichen Erfahrung. Eine Freundschaft ging in die Brüche, eine sehr lange mit meiner besten Freundin. Und es hat mir doch also ziemlich schweineweh getan. Und ich habe überlegt, was ist da eigentlich mit mir los? Warum bewegt mich das so tief? Und dann habe ich angefangen, ein bisschen mir darüber Gedanken zu machen und wollte auch ein bisschen darüber was lesen und fand dann immer nur Bücher zum Glück und Wert der Freundschaft. Ja. Und dachte, ja, wo ist denn das, wenn es eben kaputt geht und ein Bruch kommt? Und dann dachte ich, ja, da muss ich noch mal weiter ran. Und das habe ich dann getan. Und ja. Du sagst, wenn Frauenfreundschaften kaputt gehen, dann ist das fast, als wenn eine Liebesbeziehung kaputt geht. Warum? Ja, das hat mich auch überrascht. Ich habe dann doch mit vielen Frauen sehr lange Gespräche geführt und habe auch bemerkt, dass da eine unglaubliche Liebesbeziehung eigentlich entstanden ist. Ja? Und dass es ein ganz dunkler Fleck im Leben von Frauen ist, wenn diese Beziehung kaputt gegangen ist. Das ist sehr emotional zwischen Frauen. Und dadurch auch sehr zerbrechlich. Also du meinst aber jetzt eine platonische Liebesbeziehung? Ja, natürlich. Nur um das einmal klar zu machen. Das hätte ich aber auch. Frauen, schreibst du sehr schön und beschreibst du sehr schön, sagen sich eben auch so viel. Ne? Sagen sich vielleicht sogar mehr, als man sich in einer Liebesbeziehung mit seinem Partner erzählen würde. Kehren ihr Innerstes nach außen. Ich glaube, das machen Männer nicht so in der Form. Das denke ich doch. Ja, ich glaube, Männer sind, also wenn ich Giovanni sehe, wir waren vor 4 Monaten Abendessen und haben uns da vor einer Weile nicht gesehen und kennen uns fast 40 Jahre. Mhm. Wir haben uns für unsere Verhältnisse geradezu intim ausgetauscht, waren aber trotzdem nach 10 Minuten bei Sachthemen. Okay, so. Ihr wart fertig. Okay. Ja. Ich habe eine komplett andere Erinnerung dran. Das lag vielleicht aber auch an dem Primitivo-Konsum an diesem Tag. Der aber förderlich war. Und ich glaube, es ist schon so, dass als Dorothee das schrieb und ich habe dann die ersten Fälle anonymisiert, natürlich dann gelesen, da habe ich wirklich gedacht, ich habe ein bisschen Angst vor euch. Weil das ist so eine Nähe, die Männer, also ich darf wirklich sagen, ich habe einige wenige sehr enge gute Freunde, aber ich kann mich nicht erinnern, dass wir in so eine Tiefe gegangen sind. Und das sage ich durchaus selbstkritisch. Ja, ich sage das nicht stolz oder so. Aber Männer neigen, also wieder Jörg, stimmt das, was du sagst? Nee, er hat irgendwo ein Stück weit recht. Ne? Also, ja, du musst also selbst bei sehr guten Freunden musst du schon mal ein bisschen insistieren, dass sie sich persönlich öffnen. Aber das ist dann möglich. Dann ist auch der Schmerz über eine zerbrochene Freundschaft, der bleibt auch bei Männern. Ja. Ja, wie so ein Mühlstein.
Also ich, es ist auch jetzt, denke ich mal, müßig, das zu sehr zu vergleichen. Ja, das sind ein bisschen andere Welten, das glaube ich auch. Hubertus sagte ja dann auch gleich, also ihr macht mir richtig Angst, was ist denn da bei euch los? Und das ist auch so. Also ich glaube, Frauenbeziehungen sind schon sehr schnell in der Tiefe auch des, ja, man redet sofort, also ich rufe, wen rufe ich denn an, wenn es mir in der Ehe, in der Partnerschaft, in der Beziehung nicht gut geht? Meine beste Freundin. Und da kommt ich auch. Alles auf den Tisch. Ja. Schön. Ich mache das gar nicht. Ich spreche dann auch eher mit Frauen über so etwas. Ja, mit einer Freundin, also mit einer, nicht, oder mit einem Freund. Ja, was mit einer Freundin, mit zwei guten Freundinnen eher als genau, aber mit einem Frauen eher als mit Männern. Ja, genau. So. Und warum? Ja, weil die es verstehen. Ja. Wir reden ja jetzt so ein bisschen drumherum. Ne? So, jetzt sag ich mal, wenn ich mich mit meinen Kumpels treffe, so, dann geht es eigentlich darum, auch sich gegenseitig in einen reinzuwürgen und dann am Ende zu klopfen und eine super Runde. Ob man Primitivo oder Bier konsumiert wurde, ist eigentlich egal. Wir werden ordentlich zurückgerissen und dann erzählt die Partnerin, ja, wir haben auch über Sex geredet und ich so, Gott. Ja, aber ich über mich? Aber war ich etwa Thema oder sowas? Aber im Wort Kumpel steckt schon wieder eine Distanz. Ja? Ein Kumpel ist was anderes als ein Freund. Ja. Na, also meine besten Kumpel sind auch meine besten Freunde. Ja. Ich differenziere da nicht so. Aber das, also wirklich die engsten Freunde, mit denen würde ich halt gewisse Dinge, wo ich sage, das könnt ihr doch nicht in einer Runde besprechen. Das geht ja auch um mich. Seid ihr irre? Das ist für die ganz normal. Herr Doktor, ich darf Ihnen sagen, dass ich das auch schon von Giovanni gehört habe, der gesagt hat, Männer untereinander sprechen nicht über Sex. Ne? Stimmt. So. Ich kann dir also sagen, das ist bei Frauen nicht so, nicht so detailliert, also wie Frauen das tun. Allgemein würde ich sagen. Also wir Frauen gehen ins Detail. Das ist für yourself. Also was ich, glaube ich, ausschließen kann, ist, dass wenn Männer sich miteinander über Freundschaft unterhalten, dass dann Tränen fließen, oder? Dass dann irgendwie so eine, also als ich mit den Frauen gesprochen habe. So emotional, glaube ich, Männer sich austauschen. Ja. Die waren ja ernst. Also die Frauen, mit denen ich mich unterhalten habe, da war wirklich, also das hat niemanden kalt gelassen, dieses Thema. Ja. Das wurde auch also wirklich sehr, sehr mit viel Gefühl aufgenommen. Deswegen bin ich auch unglaublich dankbar für die Offenheit, die mir entgegenkam. Und es gab ganz viele Frauen, die auch sagten, du schreibst ein Buch darüber, da könnte ich dir sofort was erzählen. Ja? Also jeder hat da irgendwie sowas im Gepäck und denkt, oh weia. Und das, glaube ich, ist dann auch noch so ein bisschen was sehr Weibliches, dass wenn eine Frauenfreundschaft kaputt gegangen ist, das ist wie so ein Makel. Also so ein Konflikt hat keinen guten Ruf. Ja? Ich glaube, Männer gehen klarer in den Konflikt und halten den auch aus. Frauen schleichen um den Konflikt rum, machen lieber so ein bisschen hintenrum mal was. Sie haben unheimliche Verlustangst, was ihre besten Freundinnen angeht. Sie sind auch harmoniebedürftig, sehr harmoniebedürftig, in ihren Frauenfreundschaften. Sehr süchtig und ich würde mir halt auch so nach diesen Gesprächen auch von mir selber wünschen, mehr Mut wirklich zum Konflikt, ja, überhaupt sich mehr zumuten und dadurch auch eine, sag ich mal, klarere und vielleicht sogar in gewissen Zügen etwas männlichere Freundschaft zu pflegen mit meiner besten Freundin. Mhm. Nicht ganz mich so auszuschütten, das Herz sofort auf der Zunge zu tragen, das und Konflikte auch zu erkennen, ja, das ist auch ganz wichtig. Glaubst du, dass diese Unterschiede, über die wir jetzt gerade so ein bisschen gesprochen haben, sind die anerzogen oder sind die angeboren? Also eins glaube ich bei aller und wirklich von mir auch komplett geförderten Solidarität und auch Emanzipation von uns Frauen. Ich glaube, dass wir tief sitzend immer noch so ein Gefühl von Unsicherheit haben. Ja, das können wir auch erleben, wenn wir miteinander sprechen und sagen, du siehst aber heute toll aus. Was, ich? Das ist doch hier alles gar nicht so toll und so. Stimmt, man tut also das immer eher so ab. Man würde das jetzt gar nicht sagen. Wir sagen uns aber auch nicht gegenseitig, du siehst heute toll aus. Das wären aber schon wieder ein paar Worte mehr. Wir müssen ja auch auf unser Kontingent von Wörtern kommen, weißt du? Ich habe mir heute ein schönes Hemd angezogen für dich. Wir wollen Bier trinken. Ich habe mich hübsch gemacht. Ja. Aber du hast eine Enkeltochter und du hast einen Enkelsohn. Siehst du bei den beiden da schon Unterschiede? Ja, total. Also das ist sogar richtig erstaunlich. Wie alt sind die beiden?
die sind 6 und 9. Ja. Und meine Tochter hat eine sehr hübsche Angewohnheit, dass sie abends am Bett so das Beste und das Schlechteste vom Tage besprechen mit den Kindern. Und bei meiner Enkeltochter ist es wirklich so, sie erzählt jeden Abend seit Monaten von einer Dreierkonstellation von Freundinnen in der Schule, weil sie jetzt in der ersten Klasse ist. Und da gibt es also, ich will jetzt keine Namen nennen, aber es gibt Mädchen, die sie sehr beschäftigen. Ja? Und mein Enkelsohn liegt im anderen Bett und hört das zu und gähnt und sagt, oh, Mädchen sind so kompliziert. Oh. Und dann habe ich gesagt, wie sind denn deine Freundschaften? Er sagt, wieso, wir spielen Fußball. Ja. Das ist so, 6 und 9. Und meine Tochter, also Berlin, Prenzlauer Berg, die erzieht die Kinder wirklich, also jenseits des Klischees, ja, total. Aber es bleibt irgendwas hängen, ja. Und bei der Kleinen ist es wirklich nur diese beiden Mädchen aus der Klasse. Das ist das Thema. Also wenn Frauen, also Freundinnen sich unterhalten, es gibt einen neuen Mann im Leben einer Frau, dann erzählt man sich natürlich alles. Ja. Und vor allen Dingen ganz natürlich schnell. Die Geschichte, wirklich alles, Giovanni. Und natürlich auch im Detail. Das ist ja das, was ich sage. Ja, es ist so, müsst ihr durch. Auf jeden Fall erzählt man sich aber die Geschichte, wie man sich kennengelernt hat. Und das fand ich auch interessant zu erfahren in der Vorbereitung für diese Sendung, dass Giovanni, den du, Hubertus, ja schon so lange kennst, eure Kennenlerngeschichte nicht kannte. Magst du sie uns erzählen, wie ihr beide euch kennengelernt habt? Wie Giovanni kennengelernt habt? Nein! Nee. Ach so. Das ist schneller. Das ist schneller. Ich hab gelesen, ich habe aus meinem ersten Roman gelesen, Die Kündigung, und war eingeladen im Hotel Interconti, und es war meine Junggesellenzeit, und es war der Landesverband der Hamburger Unternehmerinnen, der mich eingeladen hat, und ich habe mir ein besonders schönes Hemd angezogen, ein besonders gutes Rasierwasser genommen, weil ich dachte, das ist ja, also hier vielleicht mal sehen. Also, ach, du hast auf Ratschau. Mal gucken. Und vorbereitet. Der Roman, ja, es war ein sehr ernster Roman. Ich glaube, die haben sich was anderes vorgestellt. Und ich sage mal so, es war eine sehr konservative Gruppe von Frauen, sehr viel Hermes-Tuch und so. Und ich dachte, um Gottes Willen, also so tief singst du nicht. Erschien mein Lieblingsitaliener. Also ich habe gesagt, du gehst danach sofort alleine zu deinem Italiener und trinkst noch einen Rotwein. Hier liest du tapfer dein Buch zu Ende. Und es war dann sehr nett. Und dann kam Dorothee zu spät. Und ich habe einfach gedacht, das ist eine tolle Frau, die da kommt. Und aber ich dachte, ja, die hilft dir, hier rauszukommen. Ja, das war meine Idee. Also du gehst nachher dahin und sagst, ach, Sie sind ja Chefredakteurin und wir können uns ja mal irgendwann treffen. Was du gar nicht wusstest, was ich nicht wusste. Aber dann habe ich den schnell die Flucht ergriffen. So. Aber die Geschichte ist insofern für Menschen, die Nähe und Liebe suchen, draußen an den Schirmen relativ unerquicklich, weil es war relativ unromantisch und keine Liebe auf den ersten Blick. Wenn du die Geschichte erzählst, jetzt erzählt Dorothee die Geschichte. Ah, ich freue mich, Dorothee. Es hat was mit einer Toilette zu tun. Ich liebe diese Geschichte. Ach so, diese. Ach, die Toilettengeschichte. Natürlich, die Toilettengeschichte. Da geht's schon los, weißt du? Völlig falsche Auswahl der Geschichte. Bitte. Eine Flugzeuggeschichte. Wir hätten uns sicherlich nicht wieder gesehen, wenn wir uns nicht im Flugzeug zufällig wirklich voreinander. Also, oh Gott, Flugzeug. Ich 2F, er 1D, und so haben wir uns dann irgendwie im Landeanflug entdeckt. Aber das war, da folgte dann ein Abendessen und dann folgte auch eine gemeinsame Fahrt. Super, super romantische Geschichte bislang. Ja. Nein, es kommt noch. Wir hatten das Thema Toilette ja schon vorhin, und es kam also da auch dazu, dass das für mich sehr dringend wurde. Und wir sind vor ein Hotel gefahren und Hubertus hat gesagt, würden Sie meiner Frau bitte die Waschräume zeigen? Da ist jetzt wirklich überhaupt nichts Lustiges dran, aber für mich war es in diesem Moment lebensrettend. Und was auch natürlich irgendwie bei mir noch schlummerte, war so dieses Gefühl, Mensch, da ist einer für dich da. Ja, der beschützt sich. Ganz alberner Moment, aber das war so ein Ding, und da habe ich mich verknallt. Ich hatte eine gewisse weltmännische Attitüde. Ja. Ja. Ich mag das. Ihr habt jetzt gerade den 5. Hochzeitstag gefeiert. Und ich habe den Eindruck, wir kennen uns ja auch so ein bisschen, dass das wirklich eine ganz, ganz große Liebe ist, die ihr da habt. Punkt. Ist es vielleicht sogar die größte? Naja, also für mich schon.
Aber das ist jetzt. Ja, aber. Also kann man mal ein bisschen andere Themen. Also kann man jetzt schon Sachthemen. Ja, genau. 10 Minuten sind um. Nein, nein. Es ist einfach für mich auch die größte Liebe und ich finde es ganz toll. Ich war kurz vor 60, das sage ich einfach auch, und habe nicht gedacht, dass ich mein gesamtes Leben noch mal drehen werde, ja, und in München weggehe und auch eine Ehe sozusagen dann verlasse und einfach in Hamburg noch mal neu starte. Und ich finde, also ich bin dem Leben und Hubertus, aber auch diesem Leben so wahnsinnig dankbar. Das würde ich so sagen. Nein, ich komme natürlich deshalb zu diesem Thema und du musst es aushalten, weil du sagst, dass Dorothee dich vom Überlebensmodus in den Erlebensmodus gebracht hat. Das ist ja auch ein großes Thema deines Buches, das heißt diese ganze Scheiße mit der Zeit, wo es auch darum so ein bisschen geht, mal zu gucken, die Prioritäten seines Lebens nochmal neu zu ordnen. Bei dir ist eine Krebserkrankung vor 2 Jahren diagnostiziert worden und das macht ja auch was mit einem Paar. Ja, also ich hatte ohnehin vor, schon immer mal ein Buch über die Zeit zu schreiben, weil ich das Gefühl habe, das hast du mir nie erzählt. Es war mir zu intim. Und zwar wirklich ein heiteres Buch, was schon die Märchen meiner Kindheit fingen an. Es war einmal, es begab sich zu der Zeit, wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Wir referieren immer wieder auf die Zeit. Wenn man einen Film dreht, du hast nur 28 Drehtage. Es ist immer wieder die Zeit, die dich einholt. Das ist unsere Chefin sozusagen. Und während ich so die ersten 100 Seiten hatte, bekam ich diese Diagnose, die nun in der Tat nicht vergnügungssteuerpflichtig ist. Und dachte, wie gehst du jetzt damit um? Begräbst du das Buch? Schreibst du es weiter? Es ist ja doch eine intime Geschichte. Und dann habe ich, dank Dorothee, muss ich sagen, so gesagt, ich nehme das jetzt mal an. Nun muss ich sagen, der Krebs ist komplett im Griff. Ja? Es gibt Menschen, die haben das wirklich auf einer anderen, ich habe es wirklich im Griff. Toi, toi, toi. Aber was ganz völlig irre ist, dass seitdem ich so damit umgehe, insofern war es eine Art Therapie, dieses Buch, bin ich heiterer, ich bin optimistischer, ich bin zuversichtlicher. Ich war für Dorothee schon vorher in einer unerträglichen Weise optimistisch. Aber das hat sich noch mal gesteigert. Und ich kann wirklich etwas, was so eine Plattitüde eigentlich ist, lebt im Moment. Ja, das ist immer so. Aber ich kann das wirklich, ich kann das jetzt wirklich genießen hier. Ich kann sagen, darf ich wirklich in aller Diskretion in Winzigkeit aus dem Nähkästchen plaudern? Ja? Sei jetzt ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig, ganz vorsichtig. Ja? Also wir kennen uns nicht 40 Jahre, sondern 37 Jahre, was schon lange genug ist. Aber Hubertus hatte immer 2 Eigenschaften. Die eine war, er hat sich immer getraut, die Frauen anzusprechen, bei denen ich zu schüchtern war. Und, das ist das Entscheidende, wenn du an einer Mülldeponie vorbeigezogen bist, dann hat er nur die Rose gesehen, die da irgendwo am Rande hervorlugte. Er hat immer den Blick gehabt für das Positive. Und dafür habe ich ihn immer beneidet. Mhm. Der ist ein Mensch, der mit diesem Talent auf die Welt gekommen ist. Darf ich Ihnen alles sagen? Deine Frau sagt gerade ja. Zu dieser Rose würde ich auch noch sagen, dass er heute noch eine wunderbare Eigenschaft hat. Und das wird Susanne jetzt auch interessieren. Er sammelt Müll. Hubertus sammelt wirklich jede Plastiktüte, die irgendwo liegt, jedes kleine Teil von irgendeinem Dosenöffner oder so, so einer geöffneten Dose, nimmt er, pickt auf und er muss mindestens bei einem Spaziergang 5 Teile irgendwo wieder in die Tonne tun. Stell dir vor, das erfahre ich heute zum ersten Mal. Darf ich trotzdem noch mal fragen, weil wir reden jetzt über eine Charaktereigenschaft, die Giovanni bei dir schon sehr lange diagnostiziert, 37 Jahre, dass du sehr positiv bist, sehr optimistisch. Wobei hat dir Dorothee geholfen, dass du jetzt sagst, dass sie dich in diesen Erlebensmodus gebracht hat? Ich habe, wie alle Kinder, glaube ich, die mit wenig Geld aufgewachsen sind, also mein Gedanke war nie, reich zu werden, weil ich wollte autonom, ich wollte unabhängig sein, ich wollte finanziell eines Tages unabhängig sein. Das war mein Wunsch. Ach so, wir sind fertig. Immer diese Scheiße mit der Zeit, Hubertus.
Und dann entsteht natürlich ein Mensch, der eine Firma hat und der eine Talkshow macht und der schreibt und der im Vorstand war und der so betaktet ist, dass man irgendwann sagt, ist das noch mein Leben? Und heute würde ich einen erfolgreichen Mensch daran messen, dass er immer sich mal wieder fragt, ist das noch mein Leben? Und vielleicht ist geringfügig korrigiert und den Erfolg nicht misst an objektiven Karrierekriterien. Und dabei hat sie dir geholfen? Da habe ich dabei ganz schön Anteil. Wahnsinnig geholfen, wahnsinnig geholfen. Ja. Und sie hat zum Beispiel meinen beiden Karzinomen Namen gegeben, Kafka und Shaw. Weil ich die gerne lese, ich habe auch gesagt, ich lese auch gerne Michael Ende, aber Kafka und Ende ist für ein Karzinom. Ja, also insofern bin ich in einer sehr, sehr privilegierten, sehr heiteren Verfassung und das verdanke ich Dorothee Röhrig. Was für ein schönes Schlusswort. Ich würde gerne noch viel länger mit euch sprechen. Meine Damen und Herren, viel länger. Aber ich möchte zusammenfassen, dass ihr beide sehr interessante Gesprächspartner seid. Vielen Dank an alle, die heute in dieser Sendung waren. Es war großartig. Vielen Dank. Ja. Wir sind viel zu schnell, ist die Sendung zu Ende gegangen. Auch diese. Danke. Vielen Dank auch Ihnen zu Hause. So, und jetzt heißt es unbedingt dranbleiben. Und es gibt jetzt ein schnelles Wiedersehen mit Jörg von Forra, der nämlich in der Sendung von meiner lieben Kollegin Linda Zervakis ist, auf den Spuren seiner Jugend. Es geht nach Lübeck und uns sehen Sie, wenn Sie möchten, am nächsten Dienstag wieder zum Talk im Ersten mit einem Best-of. Bis dann. Tschüss. Ciao und auf Wiedersehen. Dankeschön. Vielen Dank.